Fußballradio Schelsig. Ich bin Manuel Andrag und ich empfehle euch Fußballradio Schelsig, das beste Fanradio der Welt. Und das meine ich ehrlich, weil ich bin aus ganzem Herzen Viktorianer. Victoria is family. Es geht los. Herzlich willkommen beim Fußballradio Schelsig. Fußballradio Schelsig, herzlich willkommen hier am 9. Spieltag. Wir sind im Stadion an der Hafenstraße. Heute spielt Rot-Weiß Essen gegen Viktoria Köln. Der Tabellen 16. empfängt unsere Viktoria, die vom 5. Tabellenplatz grüßt. Und als ob das noch nicht schön genug wäre, hat sich gestern durch die Niederlage von Dynamo Dresden ein neues Bild geöffnet. Hier und heute könnte die Viktoria Tabellenführer werden, wenn auch nur für eine Nacht. Alles, was dafür passieren muss, ist, sie müssen Essen schlagen. Das wäre ja schon schwierig genug. Aber zudem müsste Sandhausen auch noch gegen Mannheim, dürfen sie nicht gewinnen. Und auch Aue darf gegen Rostock kein Dreier einstreichen. Und dann könnte es schon sein, dass die Viktoria hier nach 90 Minuten, zumindest für den heutigen Tag, Tabellenführer ist in der dritten Liga. Morgen spielt dann noch Energie Cottbus gegen Hannover 96-2. Und auch die dürften dann wiederum nicht gewinnen. Also, die Männer aus Cottbus. Aber konzentrieren wir uns erstmal hier an dieses wunderbare Spiel, welches wir heute sehen werden hier in Essen. Das Stadion ist gut gefüllt. 20.000 Mann passen in das Stadion an der Hafenstraße. Und ich würde sagen, mehr als 2 von 3 Plätzen sind gefüllt. Also ich würde mal so mit 12.000, 13.000 Mann auf jeden Fall rechnen. Gucken wir uns mal gleich die Mannschaft an, der Gastgeber. Der RWE kommt mit einer Startelf von Trainer Christoph Dabrowski aus der Kabine, die aussieht wie folgt. Im Tor ist Jakob Golz. Dann auf der linken Seite, wir fangen an von links nach rechts in der Verteidigung, ist es Lukas Brumme, gefolgt von Tobias Kraulich, der neu für Rios Alonso in die Startelf rückt. Danach kommt der Kapitän, wir alle kennen ihn noch, Michael Schulz. War auch Innenverteidiger bei unserer Viktoria, ist mittlerweile bei RWE gut angekommen. Auf der rechten Seite ist die Leihgabe von Hertha BSC, auf der rechten Verteidigerposition spielt Julian Eitschberger, der Mann aus Berlin. Dann gibt es eine Doppel-6, auf der linken Seite ist das Jimmy Kaparos und auf der rechten Seite ist das die 26 Torben Müsel. Und den sollten wir im Auge behalten, der ist torgefährlich. Kommen wir in den Offensivbereich. Auf der linken Seite, auf dem linken Flügel, ist Ramien Safi zu Hause, der Mann aus Groningen. Dann haben wir im offensiven Mittelfeld den Torschützenkönig in der dritten Liga aus der Saison 22-23, Ahmed Arslan. Und auf der rechten Seite, neu in die Startelf gerückt, hat sich anscheinend verdient gemacht. Seine Einsätze bisher immer nur von der Bank. Es ist die Nummer 21, Dion Berisha, der Kosovare aus Lyon, der ausgebildet wurde beim FC Augsburg, somit mit seinem Startelfdebüt hier in dieser Saison. Bleibt noch den Stürmer anzusetzen und das ist die 25, wir kennen ihn alle, Manuel Winzheimer. Und nun bin ich auch nicht mehr alleine. Der Besnik gesellt sich zu mir, geben wir ihm noch eine Sekunde, bis er seine Kopfhörer aufgesetzt hat. Somit können wir nämlich noch einen Blick auf die Ersatzbank werfen vom NRWE. Da ist der Auswechseltorwart Felix Wienand, Leonardo Vonic, Mustafa Kuruma, Nils Kaiser, Erik Fufak, Mpasi Josef Boyamba, José Enrique Rios Alonso, Tom Mustier und Gianluca Zwajkowski. Ja. Und wir schauen ja mal auf die Startelf von der Viktoria. Möchtest du das vielleicht machen, Besnik? Aber sehr gerne. Ja. Erstmal ein herzliches Hallo hier aus Hessen. Schön, dass ich jetzt, dass ihr mit dabei seid. Jetzt bin ich auch mit dabei, jetzt sind wir hier in voller Mannstärke. Und auch Olaf Janssen schickt eine richtig geile Elf aufs Feld, finde ich. Also wir fangen im Tor an. Dudu. Und dann wird es schon für diejenigen, die sich vielleicht taktisch nicht so gut auskennen mit unserer Mannschaft, könnte das schon mal so ein bisschen ein kleines Rätselspiel werden. Wir bleiben jetzt mal in unseren Köpfen bei einer Viererkette. Wir sagen mal, also Chris Krieger und Lars Dietz in der Innenverteidigung, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dann wird es relativ spannend. Wir sagen Niklas May links hinten, Simon Hande rechts hinten und dann hätten wir noch Jonas Sticker, der könnte auf der Sechserposition neben Lofolomo spielen. Dann hätten wir Vrenetzi und Henning vorne auf den Außen, gemeinsam mit Zeit Elmaler und Tiger Lobinger vorne drin. Das ist, ihr hört es, es könnte 4-2-3-1 sein, 4-3-3, es könnte eine Dreierkette, eine Fünferkette sein. Da warten wir einfach mal ab, was Olaf sich da überlegt hat. Ja, also da möchte ich nicht in den Schuhen von Christoph Dabrowski stecken.
diese Startelf vom Gegner heute ausfindig zu machen, ganz, ganz schweres Ding. Ja, definitiv. Bleibt uns nur noch zu sagen, wunderbares Fußballwetter, hier 6 Minuten vor Anpfiff. Zurzeit stehen die Einlaufkinder Spalier neben dem Fußball. Mit ihren roten und weißen Fahnen sind sie hier aufs Feld gekommen. Ist gute Stimmung hier. Ja, das ist also sehr, sehr schön. Ja, als ich das erste Mal hier war, da war es noch Flutlicht. Das hat nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes, wenn man hier ist. Da sah es auch ja, sportlich schon mal besser aus. Ne? Wir haben ja hier, letztes Jahr saßen Chris und ich hier und da waren wir danach echt ein bisschen frustriert nach dem Spiel, weil das war kein Leckerbissen. Aber ich glaube, das, was wir bisher in der Saison von unseren Jungs gesehen haben, und wenn wir nur gerade mal aufs letzte Wochenende schauen, da hatten wir einen ordentlichen Leckerbissen. Also ich glaube, das könnte ein Fußballfest werden heute mit V. Doppel-V sogar. Also das Fußballfest mit V war ja bisher eher angerichtet in unserem eigenen Stadion. Ne? Also die letzten 3 Heimspiele gewonnen. Hoffen wir einfach mal, dass es heute mit dieser etwas kürzeren Auswärtsfahrt ist, als man sonst so hat, dass es da vielleicht auch das Glück uns heult ist. Ja, aber guck mal, ich habe ja zuletzt in Saarbrücken habe ich mit Chris noch ein bisschen geschimpft, weil ich glaube, er war so ein bisschen der Unglücksrabe, was so die Statistik anguckt. Ich war in Mannheim, ich war in München, beides mal beim Fußballradio. Wir haben 6 Punkte geholt. Dann kam der Chris dazu, dann ist mir ein bisschen so meine Quote in den Eimer gegangen. Aber ich bin ja heute mit dir hier, also wir hellen sie heute einfach mal wieder auf. Ich glaube auch. Ich bin da auf jeden Fall bester Dinge, denn wir haben die beste Abwehr der Liga. Zwar mit dem SV Sandhausen zusammen, aber erst 7 Gegentore aus 8 Spielen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Und im Gegenzug, RWE hat bisher 9 Tore geschossen. Also da sage ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere Abwehr stabil bleibt, auch aufgrund der Umstellung, die Olaf Janssen vorgenommen hat. Ja, und das ist ja auch das, was Dudu auf der Pressekonferenz gestern gesagt hat. Ne? Der hat ja auch gesagt, egal wie wir wechseln, wir sind einfach ein gutes Team, wir haben eine gute Qualität. Und wir haben als Mannschaft, hat Olaf Janssen dann gesagt, auch sehr viel daran gearbeitet, weil wir waren letztes Jahr die drittschlechteste Defensive der Liga. Da muss man einfach mal, so ehrlich muss man sein. Ja. Und da hat sich, finde ich, auch im Spiel, das merkst du auch, sehr, sehr viel geändert. Auf jeden Fall. Also allein schon, wenn ich mir überlege, wie hoch mein Puls noch gegangen ist in der letzten Saison, weil jedes Mal, wenn du hintenrum gespielt hast, jedes Mal, wenn du einen Abschlag nicht weit und lang gemacht hast, sondern eher kurz hintenrum spielen wolltest, das war einfach von Gefährlichkeit geprägt. Und mittlerweile, ich weiß noch nicht richtig, an wen ich das so wenden kann, weil ich weiß nicht, ob es Dudu ist, ich weiß nicht, ob es Gregor oder Dietz ist. Ich meine, die haben ja letzte Saison auch schon da gespielt. Aber irgendwas hat sich auf jeden Fall getan, dass die Sicherheit zurückgekehrt ist in die Abwehr. Ich glaube, das ist eine mannschaftstaktische Sache, weil wenn wir uns die Viererkette heute anschauen, die waren ja alle letztes Jahr schon da und ich sag mal, wir hatten letztes Jahr Ben voll im Tor, Ich glaube, der war definitiv kein Stabilisator, sagen wir es mal so. Ja. Aber das ist interessant, wie sich generell das Spiel, finde ich, auch verändert hat bei Viktoria, weil wir haben sehr, sehr viel, wir haben in München, habe ich mit Daniel noch darüber geredet, da hat er gesagt, da ist über die Außen sehr wenig passiert. Da finde ich, sind wir deutlich stärker geworden, jetzt gerade die letzten Spiele. Wir haben es halt Elmaler gesehen. Ja. Auch Malek Elmaler, das Tor, was er gegen Aue macht, ne, kommt aus der Halbposition, weil er links durchkommt. Und jetzt kommen 2 Mannschaften hier durch die Kabine, aber vorne ran die Schiedsrichter heute in schwarzen Hosen und Stutzen und in gelben Trikots. Und eine Premiere in dieser Saison, Viktoria im Bordeaux-schwarzen Auswärtstrikot an der Hafenstraße und Rot-Weiß Essen, der Vollständigkeit halber, komplett in Rot. Natürlich komplett in Rot. Der Schiedsrichter hat den Ball in der Hand. Heute ist es Florian Heft, der das Heft in der Hand haben wird. Er ist assistiert von seinen Jungs Finn Kohn und Niklas Rose. Der 4. Offizielle ist Maximilian Niehögen. So, sieht's aus. Die Viktoria stellt sich hier gerade auf die linke Seite von uns. Du hast gesehen, wir sitzen hier auf der Haupttribüne. Rechts ist der Essener Fanblock. Hinten links sehen wir dann den Gästeblock. Und jetzt sehen wir gerade beide Mannschaften nochmal mit dem Winken, mit den Einlaufkindern, die heute in Weiß und in Schwarz gekleidet sind. Wir sehen auch Chris Greger, der dem Jungen jetzt auch zeigt, da nach vorne, weil wir wollen ja gleich Fußball spielen. Da müsst ihr 22 Jungs hier bitte einmal ganz kurz das Feld verlassen. Das tun sie jetzt gerade auch. Die Mannschaften klatschen sich ab und wir sehen vorne dran bei Rot-Weiß Essen einen Mann mit der Nummer 4. Ja, den hatte ich schon angesprochen. Nummer und Trikot ungewohnt. Ja, sagen wir's mal so. Total. Michael Schulz ist hier mittlerweile super gut angekommen, denke ich mir. Kapitän von RWE. Kann nicht jeder von sich behaupten, das in seiner Vita stehen zu haben. Lass mich noch kurz einen Blick nach links jagen. Du hast es schon gesagt, der Auswärts-Fanblock ist ebenfalls leicht gefüllt. Ich würde sagen, es sind glatt 200, 300 Mann aus Köln mitgekommen, die hier den nächsten Sieg der Viktoria sehen wollen. Und wie gesagt, wenn das Spielglück auf 2 anderen Plätzen zeitgleich uns heult ist und wir hier heute gewinnen,
dann wäre es tatsächlich der erste Tabellenplatz am neunten Spieltag. Wahnsinn. Und das ist Wahnsinn. Das generell die Möglichkeit zu haben, ist schon Wahnsinn. Ich glaube, das sollten wir uns alle freuen. Wir haben jetzt irgendwie schon so häufig betitelt, dass man am Anfang der Saison als Abschiedskandidat Nummer 1 gewertet wurde. Das will ich gar nicht ansprechen, sondern ich will eher sagen, hey, das hätten wir noch weniger gedacht, als Abschiedskandidat Nummer 1 zu werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, 90 Minuten sind zu gehen und der Ball, der müsste auch ins Essener Tor, damit dieser Traum wahr werden kann. Unsere Jungs haben Anstoß, spielen zuerst mit den eigenen Fans im Rücken. Das heißt, sie spielen genau auf die Tribüne der Fans von RWE. Brian Henning steht allein im Anstoßkreis, macht noch ein bisschen Hüftbeugung, während Ahmed Arslan, der Offensivmotor von RWE, noch mit dem Unparteiischen ein paar Freundlichkeiten austauscht. Ja, die Musik läuft noch. Ich glaube, der Schiri darf so lange noch nicht anfangen. Wir haben auch noch nicht ganz 14 Uhr. Nee, aber... 13:59, wir kennen das Spiel, ne? Jetzt geht die Musik aus. 7 Sekunden noch. Wunderbar geplant hier. Schiri hält sich ans Ohr, gibt jetzt das Nicken, nimmt die Pfeife in den Mund und... Los geht's an der Hafenstraße. Victoria stößt an, der Pass zu Enrico Lofolomo hinter dem Mittelkreis. Und wir sehen erstmal eine Dreierkette bei Victoria, aber ganz anders, wie wir es prophezeit haben, nämlich mit Niklas May hinten links erstmal in der Dreierkette. Der wird jetzt überspielt. Auf der linken Seite sehen wir Said Elmaler, geht da ins Dribbling gegen Eitschberger, der allerdings ihm den Ball abnehmen kann und somit RWE in Ballbesitz. Michael Schulz spielt das nach vorne. Jetzt auf der rechten Seite, ja, hinten immer wieder das Dreieck, langer Ball von Michael Schulz in Richtung Mittellinie. Der findet da Chris Kregers Kopf und der spielt nach vorne, aber der Ball wird abgefangen, noch im Zentrum bei RWE. Und jetzt direkt die Verlagerung auf die linke Seite, aber ein Ticken zu weit. Ballannahme Olaf Janssen bedeutet Einwurf für Viktoria Köln. So sieht es nämlich aus, Simon Handle wird diesen machen aus dem eigenen Feld. Auf der rechten Seite, muss abbrechen, sieht alle seine Mann gedeckt und macht jetzt einen weiten Einwurf weit in die Hälfte von RWE. Kann direkt wieder zurückgekopft werden, RWE behaltet den Ball. Am Anschlusskreis ist es Arslan. Arslan legt zurück. Auf Schulz, der Innenverteidiger, zurück auf Arslan. Der ist jetzt auf der rechten Seite, schlägt einen Langball. Aber das ist nur Gregor, unser Innenverteidiger und Kapitän. Und der sucht Mahler, aber er findet Mahler nicht. Der Ball geht ins Seitenaus, ungefähr 40 Meter vom eigenen Kasten entfernt. Eine Sache für, nicht für Arslan, ne? Der bietet sich da direkt mal an für Julian Eitschberger. Ja. Er wartet, hat viele Anspielmöglichkeiten und unter anderem Michael Schulz in der eigenen Hälfte und den spielt er auch an. Er gibt den Ball zurück zu Jakob Golz. Der rüber zu Kraulich, neue Schlange, angelaufen nach Verteiger, Lobinger, aber spielt den Ball nach vorne und jetzt Venenesi mit einem super Pressing, holt sich den Ball, jetzt 20 Meter vom gegnerischen Kasten, rechte Seite mit dem Pass ins Zentrum, Brian Henning und er will den mit der Hacke weiterleiten, aber da ist nur Michael Schulz, das geht nicht gut, was er sich überlegt hat, aber Lofolomo holt sich den Ball direkt wieder zurück, aber der zweite Ball wieder bei Rot-Weiß Essen, jetzt Kontermöglichkeit über Ahmed Arslan, läuft in die gegnerische Hälfte, tiefer Ball auf Ramin Safi, der im Duell mit Niklas May macht einen Haken, macht den Schuss und der an dem Tor vorbei, den habe ich schon drin gesehen, ganz knapp. Super Spielzug hier in der zweiten Spielminute von RWE. Das war richtig mal so ein Hallo-Wach-Signal. Da war die Victoria eigentlich am Mann dran, aber es war immer noch dieser eine Schritt, den RWE voraus war. Und so konnte Safi einen aussteigen lassen. Und bevor sich Gregor vor ihm aufbauen konnte, hatte er schon abgeschlossen, das lange Eck anvisiert. Dudu macht sich lang, aber der Ball ist zum Glück ein Stück zu weit und geht somit am Pfosten vorbei. Es gibt Abschlag. Der wird wahrscheinlich kurz ausgeführt werden. So ist es. Gregor bringt ihn direkt auf die linke Seite zu Niklas May. Der spielt ihn wieder zurück in den Strafraum zu Gregor. Der spielt ihn wieder zurück auf Niklas May und der nimmt jetzt Anlauf. Ist jetzt schon fast an der Mittellinie. Spielt einen halb hohen Ball. Der geht an Eitschberger vorbei. Das sah nämlich nach Handspiel aus, aber der Unparteiische sagt weiterlaufen lassen. Der Ball ist aber auch schon wieder in den Reihen der Victoria. Diesmal auf der rechten Seite. Doppelpass zwischen Handel und Frenesi. Dann kommt der weite Ball. Wird von Schulz erstmal geklärt. Frenesi kriegt am Anschlusskreis den zweiten Ball. Muss aber zurückspielen. Über Niklas May kommt der Ball zu Chris Gregor. Der Innenverteidiger und Kapitän der Victoria wird nicht angelaufen, steht fast am Anstoßkreis. Jetzt erbarmt sich Vince Heimer seiner. Nein, Gregor spielt auf links zu May. Die Nummer 37 von uns heute auf der linken Abwehrposition, gibt zurück an Gregor. Und Gregor spielt auf die rechte Seite zu seinem Innenverteidigerkollegen Dietz. Jetzt löst RWE sich etwas und greift an, allerdings bringt das in der Sekunde gar nichts. Der Ball kommt wieder zu Gregor, der weiterhin nicht angelaufen. Ist es jetzt wieder Gregor auf der linken Seite. Und ja, der kann sich locker hinstellen. Passiert wenig.
gibt jetzt an Lofolomo, der hat sich in den Abwehrverbund fallen lassen, der gibt jetzt links raus wieder auf Greger, alles in der Hälfte von der Viktoria, ohne dass RWE angreifen würde. Winsheimer und Co. lassen sie kommen. Lofolomo, jetzt mal den weiten Ball, fast an die Strafraumkante. Ja, Handle wird gefunden, aber der Unparteiische sagt, das war Abseits. Es gibt Freistoß von der 16er-Kante. Und Kraulich hat den Ball da schon vor seinen Füßen liegen. Da bietet sich jetzt auch mit Kaparos ein Sechser an. Allerdings spielt er den Ball zurück auf Golz in den 5-Meter-Raum. Auch da Brian Henning ist sofort da. Jetzt der Ball auf Kraulich und auf Tiger Lobinger. Direkt das Pressing. Und es zahlt sich aus, weil Chris Greger im Zentrum rangehen kann. Allerdings ist das dem Schiedsrichter einer zu viel. Es gibt den Freistoß für RWE direkt an der Mittellinie. Da war Winsheimer ins Fallen gekommen beim Duell mit Chris Greger. Und RWE lässt das Spiel direkt weiterlaufen. Über Michael Schulz, 30 Meter vorm eigenen Kasten, spielt nach vorne auf Kaparos. Der im Mittelkreis bleibt an Lofolome hängen. Der Ball allerdings zu Julian Eichberger auf die rechte Seite. Damit wieder RWE im Ballbesitz. Und Safi setzt sich einmal durch gegen Niklas Meide. Bleibt hartnäckig. Allerdings kann Safi trotzdem zur Flanke kommen. Der Ball kommt in Richtung Elfmeterpunkt. Da ist Simon Handel mit dem Kopfball aus dem 16er raus. Dann Brumme mit dem Kopfball ins Zentrum. Müsel auf die linke Seite. Handel ist wieder da, findet Brian Henning. Und der zu Tiger Lobinger. Und der sieht auf der linken Seite, ist halt der Maler. Und jetzt der Konter. 3 gegen 4 bei Viktoria. Seitenwechsel von Seitermaler auf Brian Henning in Richtung 16er. Der lässt ihn aber durch für Tiger Lobinger. Der mit der Flanke. Und die kommt zu weit und Eichberger köpft den Ball ins Seitenaus. Da hätte man deutlich mehr draus machen können. Ja, aber oh, der Ball geht nicht in Seitenaus. El Mala ist noch dran und spielt ihn zurück in den eigenen Abwehrverbund. Und während die Jungs jetzt einmal hinten raus spielen und das Spiel auf die andere Seite verlagern, sage ich nochmal, das war One-Touch-Fußball, wie man ihn sehen will. Jetzt aber, Handle, sucht Venesi. Ah, Venesi kann gestoppt werden. Und somit ist der Ball schon wieder bei RWE. Können die sich lösen? Ja, es sieht so aus. Arslan hat in der eigenen Hälfte den Ball bekommen und spielt ihn auf die linke Seite raus. Findet Berisha, Dion Berisha. Der Kosovare gegen Handle im Laufduell wird jetzt von Brenesi auch noch geblockt. Ja, Brenesi mit viel Körpereinsatz heute in den ersten Minuten. Das kann man nach 6 Spielminuten schon sagen. Bringt Berisha hier zu Fall. Und da sagt der in Lyon geborene Außenspieler, vielen lieben Dank. Das ist eine schöne Freistoßposition. Hier ungefähr 20 Meter vom Kasten von Dudu entfernt, stark linke Position. Ahmed Arslan hat sich hier aufgebaut, genauso wie Lukas Brumme. Wer von den beiden wird es machen? Ja. Erstmal noch keiner. Schiri hat noch ein bisschen was zu meckern da bei Schulle und Lofo. Ja, Lofo zeigt da auch an, dass er damit nicht ganz so zufrieden ist. Er sagt, was soll ich denn da machen, der Schulle? Der ist ein Kopf größer wie ich. Ah, jetzt nochmal ein paar Instruktionen an die anderen. Ja, der Schiri lässt sich Zeit. Das sieht mir ein bisschen nach Arslan an. Der hebt jetzt auch beide Hände. Aber es macht Brumme mit dem Ball in den 16er. Und geklärt von Tiger Lobinger. Einwurf für Viktoria. Na, nicht von Tiger Lobinger anscheinend. Es gibt einen Einwurf für Viktoria. Ja, Manuel Winsheimer lässt sich das nochmal in Gebärdensprache geben, ob das hier wirklich Einwurf für die Viktoria ist. Aber ja, so sieht es aus. Simon Handle hat ungefähr von der gleichen Position, wo der Freistoß gerade kam, also 20 Meter rechte Seite, 20 Meter von der eigenen Eckfahne entfernt, rechte Seite. Jetzt eine Einwurfmöglichkeit. RWE stellt das geschickt zu. Er wirft den Ball nach vorne zu Lobinger, der verlängert per Kopf, aber somit ist es jetzt der Abwehrverbund der RWE, die hier den Ball aufnehmen kann. Und da sehen wir Tobias Kraulich. Ist in die Startelf gerückt, spielt links raus auf Brumme. Der zurück auf Kraulich. Hui, da ist Lex Taibaloginger aber schon ganz nah an ihm dran. Bleibt ihm nichts übrig, als zu seinem Torwart zu spielen. Golz, der bringt jetzt den Ball ins Spiel. Der Ball findet Arslan. Oh, jawohl. Der will dir Berisha direkt anspielen, aber Simon Handle schaltet schnell. Gefällt mir gut in den ersten Minuten, wie er seinem Außenspieler gegenüber immer eigentlich einen Schritt voraus ist. Jetzt haben wir Handle am Ball. Handle spielt auf Lofolomo, sein Pass kann geblockt werden und die RWE will schnell umschalten. Aber der Ball ist zu gut gemeint, landet in den Reihen der Viktoria in Form von Chris Greger vom eigenen 16er. Der spielt jetzt auf Dietz. Dietz wird auf Dudu spielen. Ja, so ist es. Der Torwart der Viktoria. Erst 7 Gegentore hat er hinnehmen müssen in dieser Saison. Spielt auf Chris Greger, der Kapitän. Wird nicht angelaufen. Macht jetzt 30 Meter, geht auf die 35 Meter vom eigenen Tor weg. Ah, jetzt spielt er zurück auf Dietz. Dietz macht eine Seitenverlagerung auf die rechte Seite zu Brenesi. Der hat sich in die eigene Hälfte fallen lassen. Sieht aber vor sich zu viele Rothemden. Deswegen geht es wieder zurück in die eigene Abwehr. Es wird verschoben auf die linke Seite. Chris Greger findet Brian Henning, der sich fallen lässt. Der spielt El Mala am Anschlusskreis an. Ah, der lässt doch wieder klatschen und gibt zurück auf Greger. Greger auf Lofolomo.
Und Lofolomo mal mit dem direkten Ball auf Renesi. Der will ihn direkt weiterleiten, geht aber ins Aus. Es gibt Einwurf kurz vor der Mittellinie in der Hälfte von RWE von der linken Seite. Schnell ausgeführt, wird der Ball zurückgebracht zu Kraulich. Der Innenverteidiger spielt auf Kapitän Michael Schulz. Der gibt zurück an Kraulich und Kraulich vertändelt die Kugel. Renesi auf der rechten Seite zu Loginger. Ah, der kann den Ball nicht behaupten und dann kann er ihn auch nicht zurückgewinnen. Somit ist jetzt RWE im Zug. Leon Berisha. Ja, der probiert was. Ball geht ins Aus. Beide Mannschaften markieren den Ball für sich, aber die Viktoria bekommt recht. Simon Handle steht neben seinem Kapitän, redet jetzt noch kurz mit seiner Auswechselbank und kommt dann anscheinend zu einer Idee. Und die Idee heißt ganz weit zurück zur eigenen Eckfahne. Da steht Lars Dietz. Der gibt zurück an den Torwart. Unsere Nummer 1, Dudu. Boah, Dudu im Doppelpass mit Gregor. Das sollten sie so einfach nicht machen. Lofolomo wird gefunden an der 16er Kante. Dann geht die Kugel aber verloren. Und somit ist jetzt Brumme auf der linken Seite, kurz vor der Eckfahne, bringt den Ball herein. Der kann auch abgeblockt werden von El Mala, aber er geht ins Tor aus. Es gibt die erste Ecke des Spiels und die geht an RWE. Während das Spiel hier gerade nicht weiterläuft, wir sehen 5 Daumen von euch nach oben. Wir haben manchmal auswärts, ihr wisst das, ein bisschen Internetprobleme. Gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr uns gut hören könnt. Das erleichtert uns sehr, sehr vieles und nutzt auch gerne die Chatfunktion von Microcast, wenn euch irgendetwas auffällt oder ihr mit uns interagieren wollt. Dafür sind wir natürlich auch gerne da und schauen uns jetzt den Eckball an. Da legt sich Arslan den Ball zurecht. Wir sehen wir sehen 4 Viktorianer im 5-Meter-Raum. Alle RWE-Spieler stehen hinterm zweiten Pfosten. Ganz interessant. Ganz interessant. Jetzt kommen sie alle gelaufen. Ball kommt rein, Ball kommt am zweiten Pfosten. Dudu faustet den erstmal raus. Ball ist aber noch heiß, Ball ist immer noch in der Reihen von RWE. Kurz vor der rechten Eckfahne ist es Safi gegen El Mala. Ball geht über die Torauslinie und es heißt zweiter Eckball für RWE. Und auch ganz interessant, da hat Sticker eigentlich gehofft, dass es da den Abschluss gibt. Und selbst Michael Sticker Schulz ist eigentlich schon wieder rausgelaufen aus dem 16er. Der dachte auch, dass es hier den Abschluss gibt. Aber es gibt die Ecke von der linken Seite und das macht jetzt diesmal nicht Arslan. Denn da steht jetzt der Mann mit der Nummer 14, das ist Lukas Brumme. Also wieder Mitschnitt zum Tor hin. Und jetzt sehen wir alle Spieler im 5-Meter-Raum. Also die haben ein bisschen Standards trainiert anscheinend, die Essener. Jetzt beide Hände nach oben. Schulz mit viel Bewegung im Zentrum, aber der Ball nutzt durch und du lässt ihn durch und dann Schulz mit dem Kopfball über das Tor. Da trifft er das leere Tor nicht aus ganz, ganz kurzer Distanz, allerdings auch schwer zu nehmen, weil der Ball sehr, sehr hoch kommt. Ja. Also gut, dass Dudu da seine Finger nochmal im Spiel hatte, sonst wäre der sehr, sehr gefährlich gekommen. Und wir wissen, wie kopfballgefährlich Michael Schulz ist. Das Spiel läuft mittlerweile wieder weiter, Dudu. Der spielt es auch sehr brasilianisch dahin, wird da angelaufen, langer Ball, aber jetzt in Richtung Tiger Lobinger, der verlängert und dann ist da aber keiner und somit RWE im Ballbesitz. Lukas Brumme gibt zurück auf Jakob Golz, hat den Ball auf dem Fuß. Eigentlich ist Christian ja bei uns so ein bisschen der Familienexperte. Jakob Golz, Vater, kennt man natürlich auch. Ich habe Golz auch ein großer Fußballer gewesen, sieht jetzt seinen Sohn, wie er den Ball auf die linke Seite spielt. Das ist graulich. Sieht's aus. Kraulich sucht Berisha, findet aber Winsheimer. Ja. Oh, der hat sich ja fallen lassen, aber Dietz kann die Kugel behaupten. Spielt auf Renesi. Renesi gegen 4 Mann, setzt sich irgendwie durch. Und auch wenn es keinen Raumgewinn gibt, die Kugel bleibt an seinem Fuß kleben. Gibt ihn zurück auf Gregor. So eine schöne Momentsituation, aber im Endeffekt hat sie nichts gebracht. Die Viktoria bleibt zumindest im Ballbesitz. Lofolomo sieht 3 Spieler ihm gegenüber. Spielt zurück auf Gregor. Gregor gibt auf die linke Seite zu Mai. Mai spielt wieder auf Lofolomo, der steht im Abwehrzentrum. Noch bevor er den Ball nach vorne schlagen kann, hat sich Manuel Winsheimer wieder vor ihm groß gemacht und verstellt ihm den Weg. Somit bleibt ihm nichts anderes übrig, außer auf die linke Seite zu Mai zu spielen. Der gibt wieder zurück in den Abwehrverbund zu Chris Gregor. Chris Gregor spielt auf Lofolomo, der auf Dietz. Wir sind also auf der rechten Seite und jetzt wird mal Brenesi gesucht und gefunden. Aber auch der, ihm bleibt nichts anderes übrig, angelaufen von Torben Müsel, als wieder in den Abwehrverbund zu geben. Somit kommt der Ball jetzt auf die linke Seite zu Gregor. Und der findet Mai. Der steht schon am Anstoß in der Mittellinie. Gibt aber wieder zurück. Jetzt kommt der Ball zu Henning. Der steht in der eigenen Hälfte und sucht wieder Mai. Wieder auf der linken Seite. Und diesmal hat er ein bisschen Platz. Kann den Ball tragen. Nur noch wenige Meter vom Strafraum entfernt. Durch 3 Mann durch. Durch die ersten 2 schafft er es. Dann verliert er den Ball. Aber die Viktoria kann den wieder gewinnen. Jetzt ist es Lofolomo. Steht im Anstoßkreis. Aber schon in der Hälfte der RWE. Einer von der Viktoria kann nicht mehr weiterspielen. Ja, und das sieht auch Renesi und spielt den Ball jetzt ins Aus. Ja, Jonas Sticker, also der hat da einen mitbekommen in dem Zweikampf. Er hat ihn auf den Fuß getreten, aber der Schiri hat gesagt, weiterlaufen. Sticker sofort zu Boden gegangen und dann, Renesi gerade den Ball erstmal ins Ausgespielt. Wir sehen auch gerade, ganz interessant, hier eine Marian Wilhelm nimmt sich direkt mal 2 Spieler von der rechten Seite, ne, und gibt nochmal ein paar Instruktionen mit.
Ja, interessant. Sticker, und das ist jetzt erstmal die wichtigste Nachricht, steht wieder. Und das Spiel geht jetzt weiter. Brumme wirft den Ball zu Brecher und der gibt ihn zurück in die Reihen von Viktoria. Und das ist Chris Greger, führt den Ball auf die rechte Seite zu Lars Dietz. Wir sehen wieder den Dreieraufbau da hinten. Heute sehr typisch für diese Mannschaft. Greger findet Henning in der eigenen Hälfte, lässt direkt klatschen für Mai und das ist ein wahnsinniges Pressing von RWE. Da muss Dudu sich sogar fallen lassen mit dem Ball und spielt ihn aber super auf die halbrechte Seite zu Vrenesi. Und der kommt dann am Brumme nicht vorbei, der den Körper reinstellt. Einwurf für Simon Handel, der will das da direkt schnell machen, bekommt den Ball auch. Und jetzt sieht er da Lobinger. Allerdings der Ball nur auf den Kopf von Kraulich. Der Köpf nach vorne, Arslan mit der Seite rübergespielt, aber dann der Ballverlust. Und jetzt Viktoria wieder im Angriff. Brian Henning über die linke Seite. Ball ist bei Said Elmala, ist an der linken Strafraumkante. Said Elmala zieht ins Zentrum, immer noch Elmala. Bleibt immer noch am Ball mit dem Rücken zum Tor. Findet jetzt Lofolomo im Rückraum. Der muss sich erstmal sortieren und spielt den Ball zurück auf Kuski. Und dann geht er zu Boden, voll von Winzheimer. Allerdings läuft das Spiel weiter. Der Schiri sagt weiterlaufen, obwohl Lofolomo da am Boden liegt. Ja. Sieht aber auch nicht schwerer aus. Jetzt die Flanke von Brian Henning in Richtung Tiger Lobinger. Kraulich kann den Ball rausköpfen. Damit gibt es die erste Ecke im Spiel für Viktoria. Und Enrico Lofolomo steht auch wieder auf beiden Beinen. Und damit eigentlich mehr aus der Aktion gemacht, als ich gedacht hätte, was man daraus noch rausholen kann. Eigentlich schien der Angriff schon vereitelt. Aber die dann doch gefährliche Reingabe an den zweiten Pfosten bringt uns die erste Ecke ein. Die Viktoria baut sich mit ihren ganzen großen zwischen 11 Meter Punkt und 16er Kante auf. Auch Lofolomo und Elmala am zweiten Pfosten gesichtet. Vielleicht wird es aber auch eine kurze Variante. Vrenesi hat sich kurz neben der Eckfahne hingestellt. Ansonsten Niklas Mai wird diese Ecke hereinbringen. Genießt gerade noch die Stadiontrommeln, die wenige Meter von ihm entfernt den Takt machen. Jetzt ist der Ball freigegeben. Er hebt den linken Arm. Hereingabe kommt. Sehr flach. Oh, geht an Freund und Feind vorbei und kann geklärt werden. Der zweite Ball landet bei Brian Henning im Rückraum. Der wird direkt angelaufen, von daher gibt er ihn noch viel, viel weiter zurück in die eigene Hälfte zu Torwart Dudu. Oh, und der spielt Sticker an, aber Sticker hat seinen Mann total verfehlt. Ich würde sagen, vielleicht mit dem Linienrichter verwechselt. Der Ball geht ins Aus. Die Essener können gut aufrücken. Sind jetzt nur noch, ich würde sagen, 35 Meter auf der rechten Seite vom Tor entfernt von Dudu. Hereingabe kommt an die 16er-Kante. Winzheimer kann den aufnehmen, kann sich drehen, wird angegriffen von Mai, kommt zu Fall. Oh, aber der Ball geht weiter durch. Hereingabe kommt gut. Dudu mit einer klasse Tat. Der Ball ist immer noch heiß. Oh, und in höchster Instanz kann Berisha. Nein, er kann den Ball nicht, denn Simon Handle ist vor ihm dran und schiebt den Ball ins Tor aus. Kriegt der Ball aber ordentlich eine mit. Aber was war das für eine klasse Parade von Dudu hier in der 17. Spielminute? Wahnsinn, da macht er sich richtig lang. Also da kriegt er seine ganzen 1,97 an diesen Ball, ganz, ganz wichtig, lenkt den auch zur Seite und nicht nach vorne und dann ist Simon Handel da und auch der steht wieder, auch wenn er da so ein bisschen humpelt, aber wichtig, 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 dass auch Simon da seine kompletten, ja, 1,69 oder 1,70, was er lieber hört, da reinwirft und somit Abstoß, ganz, ganz wichtig, dabei prallt dann von Simon Handel noch an Berisha ab. Und Dudu schickt seine Mannen erstmal nach vorne. Auch Chris Greger zeigt an. Alle mit nach vorne. Und da ist Tiger Lobinger im Kopfball mit Kraulich. Kraulich setzt sich durch. Zwar dabei bei Dietz. Er spielt rechts rüber auf Handle. Der mit einem super Kopfball auf Lobinger. Und der will klatschen lassen für Renesi. Dann ist aber RWE da. Und Müsel jetzt mit der Seitenverlagerung auf die rechte Seite. Damien Safi jetzt im Duell mit Zeit Elmala, der dazwischen geht. Allerdings kommt Eitschberger noch mit dazu. Und er bringt jetzt die Flanke. Da ist Mai. Und dann geht der Ball ins Tor aus. Wichtig. Da prallt er von Mai an Eitschberger ab. Abschluss für Dudu. Das dauert dann ein bisschen, bis da der Ball kommt. Und Chris Greger wird jetzt gleich den Abschluss ausführen und nicht Dudu. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen in dieser Saison. Es wird dann sehr wahrscheinlich so sein, dass Greger ihn kurz bringt auf Dudu. Anscheinend hat das auch der RWE ganz häufig schon gesehen in den Videoanalysen, denn sie haben sich hier zu viert aufgebaut. Hilft ihnen alles nichts. Der Ball wird an Dudu gespielt. Der macht jetzt den weiten Ball auf Henning. Henning ist auf der rechten Seite, schon kurz vor dem Strafraum. Man schlägt jetzt einen Haken. Spielt den Ball einmal kurz zurück zu Simon Handle. Der spielt ins Zentrum, zu Lofolomo. Der weiter auf Sticker. Sticker findet Tiger Lobinger an der 16er-Kante. Wieder rechts raus auf Simon Handle. Der nimmt Maß, der nimmt die Flanke an den zweiten Pfosten. Da ist niemand außer Eitschberger. Der köpft die Kugel erstmal raus.
Und jetzt ist es das Laufduell zwischen Rami Insafi und Niklas Mai. Die sind beide pfeilschnell und befinden sich jetzt schon fast wieder an der Mittellinie. Gott, hat dieses Spiel manchmal Tempo, wenn es will. Wahnsinn. Aber seine Seitenverlagerung geht an Freund und Feind vorbei, trudelt hier ins Aus. Es gibt Einwurf, ungefähr 40 Meter von der rechten Eckfahne der Viktoria entfernt. Also mitten in der Hälfte der Viktoria. Eine Sache für Simon Handle. Der kriegt hier einiges zu tun. Mit seinen 31 Jahren ist heute das 248. Spiel für Viktoria Köln. Und was weiß ich, sein wievielter Einwurf. Aber der ist ordentlich weit, geht in die Hälfte der Essener, wird zurückgeköpft, geht wieder ins Aus. Somit kann Handel gleich den nächsten Einwurf machen. Diesmal macht das schnell und spielt hinten rum auf Dietz. Lars Dietz, abgeklärt an seinem eigenen 16er, spielt zurück an den 5-Meter-Raum zu Dudu. Dudu macht eine Seitenverlagerung auf die linke Seite, sucht El Mala. Der Ball ist aber zu hoch, er kann ihn nur ins Aus köpfen. Wie sieht's aus? Eitschberger wird dann aber zurechtgewiesen da vom Schiedsrichter. Nee, du gehst nicht weiter nach vorne, als der Ball ins Aus gegangen ist. Und wirft ihn zurück zu Michael Schulz, der findet Kraulich. Und das ist ganz interessant, wir haben einen Zweieraufbau bei RWE, wo sich jetzt Brumme fallen lässt und auch angespielt wird noch in der eigenen Hälfte. Spielt links raus auf Dian Belischer und der erste Kontakt nicht ganz so sauber. Und so muss er wieder hinten rumspielen. Tobias Kraulich mit einem langen Ball wieder in Richtung Brumme. Der köpft aber den Ball nur zu Albion Vrenesi und der findet auf der linken Seite Niklas Mai. Erstmal gesicherter Ballbesitz bei Viktoria Köln, ganz, ganz wichtig. Wir sehen hier sehr, sehr viele Spruchbanner. Ich habe nicht die Zeit, mir sie alle durchzulesen. Ich habe sie schon gelesen, wir können darüber in der Halbzeit reden. Bleiben wir beim Spiel. El Mala kriegt den Ball in der eigenen Hälfte, spielen ihn zurück zu Niklas Mai. Ihr hört, wir befinden uns auf der linken Seite. Niklas Mai wird nicht angegangen, während die Sonne hier mal wieder ihr lachendes Gesicht zeigt. Spielt er zurück auf Gregor. Gregor kann sogar stehen bleiben, wird nicht angegangen. Winsheimer hat eigentlich eine undankbare Aufgabe hier in der ersten halben Stunde. Einfach nur den Abwehrverbund anlaufen und die sind ziemlich passstark zurzeit. Lars Dietz spielt auf Lofolomo, das ist alles wenige Meter von der eigenen Strafraumkante entfernt, aber ohne Gegenwehr können sie hier den Ball rumspielen. Jetzt mal Niklas Mai auf der linken Seite, findet Henning. Henning bedient jetzt einfach mal El Mala mit einem weiten Laufball. Kurz vor der Eckfahne lässt er sich den Ball dann doch noch abnehmen von Gini Kaparos. Und er spielt zurück auf Michael Schulz. Er wieder auf Kaparos. Alles noch klein. Es wird Julian Eitschberger gefunden und er kann einfach mal den Turbo zünden. Aber findet seinen Meister in Sticker. Und das sollte unserem Jungspund Mut geben, denn das ist eine Leihgabe von Hertha BSC. Den könnten wir nächstes Jahr auch vielleicht in der Bundesliga sehen. Und er macht bisher auch ein gutes Spiel, hier nach gespielten 22 Minuten. Aber Jonas Sticker hier der Meister. Jetzt die Viktoria auf der rechten Seite. Gerade über den Anschlusskreis mit Handel gekommen. Ja, da sucht eine Flanke den Lexheimer Lobinger, findet ihn aber nicht. Zumindest kann RWE die Kugel nicht wirklich kehren, denn Tiger Lobinger bleibt schön am Ball. Ja, aber jetzt mit viel Einsatz zieht er Kraulich zu Boden. Der nimmt das dankend an. Es gibt Freistoß ungefähr von der Torauslinie, kurz vor der linken Eckfahne von RWE. Der Gefaulte, die Nummer 33, Tobias Kraulich will diesen Freistoß nicht schießen und somit kommt Jakob Golz, der Dienstälteste bei RWE, nun aus seinem Kasten und wird einen weiten Ball schlagen. Alle bewegen sich Richtung Tor der Viktoria. Jetzt kommt der hohe und weite Ball, fliegt in die Hälfte der Viktoria, kann mit dem Kopfball verlängert werden von Winsheimer. Aber dann ist es die Viktoria, die ihn aufnimmt. Sticker gibt ihn zurück auf Gregor. Der wird verfolgt von Winsheimer, gibt jetzt an Niklas Mai und der findet El Mala. El Mala gegen Eitschberger, da muss er seinen ganzen Körper reinstellen, dass er da irgendwie den Ball behaupten kann und behauptet diesen. Kann sich dann aber nicht drehen und spielt ihn zurück an den eigenen Abwehrverbund. Der Ball geht an Dudu, der wird zwar angelaufen von zwei Mann, sein Herausspielen missglückt etwas und geht zu Kaparos. Kaparos kann laufen, spielt jetzt den Ball auf die rechte Seite. Das müsste Safi sein. Der bricht ab, gibt nochmal zurück an den Anstoßkreis. Der Ball kommt zu Kraulich. Kraulich wird angelaufen von Henning. Spielt deswegen auf die linke Seite zu Brumme. Brumme. Boah, da geht es heftig zur Sache zwischen ihm und Vrenesi. Und Brumme spielt deswegen den Ball eher ins Aus. Das wirkt etwas unglücklich. Somit gibt es Einwurf für Handle. Und der meint, ich kann gerade nicht einwerfen. Ich blute, weil mir jemand den Ellenbogen in die Nase gedrückt hat. Aber Tobias Heft sagt, so schlimm scheint es ja nicht gewesen zu sein. Nimmt ihn zur Seite mit Dion Briescher zusammen. Die beide klatschen ab. Und weiter geht's für beide. Ja, kann schon sein, dass Dion Briescher
heute probiert einiges zu geben. Es ist ein erster Startelf-Einsatz in dieser Saison. Da ist er wahrscheinlich übermotiviert. Und der Allrounder Simon Handle, der sein 209. Drittligaspiel macht heute, macht jetzt auch schon wieder den langen Einwurf. Findet Brian Henning. Brian Henning wird hier zurückgepfiffen. Der Ball ist ihm an die Hand gesprungen. Das stimmte, aber ich hätte eigentlich gedacht, da kann man weiterspielen lassen. Da war keine Absicht im Spiel. Jetzt kommt der Ball wieder in den RWE-Abwehrverbund. Kommt auf die linke Seite zu Lukas Brumme. Der Ball wird weiter rausgeschlagen zu Berisha. Der steht mit Arslan sich ein bisschen auf den Schlappen. Kann aber den Ball irgendwie noch weiterbringen auf die linke Seite zu Niklas Brumme. Der bringt die Kugel rein. Die geht an Freund und Feind vorbei. Kann aber nicht geklärt werden von der Viktoria. Wird jetzt etwas rausgeschlagen. Im Rückraum ist es Eichberger. Ah, aber der lässt die Kugel von Henning nehmen. Und jetzt vielleicht mal ein Konter. Das ist Niklas May. Nee, den legt er sich viel zu weit vor. Da ist Eichberger schon direkt wieder da. Bringt die Kugel an Michael Schulz. Und somit kann RWE direkt den nächsten Angriff aufbauen. Klaus Übermüsel, der gibt den Ball aber erstmal wieder zurück. Auch RWE will mal ein bisschen Ruhe hier ins Spiel bekommen. Obwohl Ruhe, davon ist hier an der Hafenstraße eigentlich überhaupt nicht die Rede. Die Fans echt in Topform, super Stimmung hier an der Hafenstraße, auch wenn wir bisher noch keine Tore gesehen haben. Das können wir alles gerade sagen, weil RWE es erstmal hinten rum spielt. Und jetzt geht der Ball auch zurück zum eigenen Keeper, zu Jakob Golz. Und er sieht dann auf der rechten Seite Michael Schulz, der seinen Raum scannt und sieht, er wird erstmal nicht angelaufen und spielt erstmal wieder im Zentrum zu Kaparos. Der macht ein paar Meter in Richtung Mittelkreis, läuft da jetzt nicht an Lobinger vorbei, sondern gibt den Ball einfach links rüber zu Dion Berisha im Duell mit Simon Handler. Und der bearbeitet ihn da ordentlich, sodass Berisha wieder hinten rum spielen muss. Kein Raum gewinnen für RWE, weil Simon Handler wie immer gallig ist auf seiner Position. Und jetzt RWE durchs Zentrum, tiefer Ball auf Winzheimer, wird beackert von Dietz, findet aber Torben Müsel. Müsel und dann ein toter Ball in die Füße von Zeit Elmaler. Und der gibt den Ball ganz interessant direkt zu Dudu zurück. Also Aufbau von ganz hinten und Chris Krieger mit einem interessanten Ball auf Dietz. Aber der macht das gut. Findet Simon Handel 30 Meter vom eigenen Kasten mit dem tiefen Ball auf Lobinger. Der springt ihn wieder an die Hand. Da kann er gar nichts machen. Was soll er denn da machen? Und es hat ihm auch überhaupt nichts gebracht. Dadurch gab es keinen Gewinn. Den hättest du auch einfach laufen lassen können. Egal, unparteiischer Heft sagt, weiter geht's hier nach dem Freistoß. Oh, Ball geht zu Brumme. Dann zu Müsel. Müsel spielt aber wieder zurück in die eigene Abwehrreihe zu Tobias Kraulich, der Erfurter. Ausgebildet bei der anderen RWE, bei Rot-Weiß Essen. Ha! Lässt sich hier den Ball vom Fuß spitzen und somit gibt es Einwurf kurz vor dem Strafraum. Tiger Lominger, heute wie der Tiger, ne? Von hinten ist er besonders gefährlich, wenn du ihn aus den Augen verlierst. Somit gibt es jetzt einen Einwurf für Simon Handle. Ich würde sagen 25 Meter rechte Seite. 25 Meter von der Torauslinie der Essener entfernt. Er nimmt noch eine Werbebande weg, damit er viel Anlauf nehmen kann. Der Ball geht Richtung Elfmeterpunkt. Das ist ein weiter Einwurf, aber der wird direkt rausgeköpft. Die Viktoria muss erneut aufbauen. Chris Krieger am Anstoßkreis. Ah, spielt ein Ball an Elmaler und es wird gesagt abseits. Da ging die Fahne sehr, sehr schnell hoch. Also ich glaube, der Assistent war da sehr, sehr das ist bestimmt Deutung, der Sohn von dem Typen, der uns heute den Parkplatz eingewiesen hat. Der war nämlich auch sehr spezifisch, wie weit der Wagen noch rein kann in die Lücke. Und auch er hier, ich weiß es jetzt nicht, ob es der unparteiische Kono oder unparteiische Rose ist, aber er hat es auf jeden Fall ausgeguckt. Es gibt Freistoß für RWE, kurz vor ihrer Strafraumgrenze, schon ausgeführt. Kaparos bringt den Ball an Kraulich. Kraulich zurück zu seinem Keeper Golz, hier auf Kaparos. Gefährlicher Ball. Die Viktoria möchte hier einen Foul gesehen haben. Sticker geht auch zu Boden. Aber RWE, wie viel Schock. Und der Ball an die Latte. Oh, der Ball ging an die Latte. Henning hat den Ball an die Latte geschossen. Entschuldigung, das war gerade ein verrücktes Ding. Zuerst geht der Ball, den sie kurz rausspielen wollen, zu Sticker. Sticker kommt danach zu Fall. Ah, im 16er, gibt aber keinen Elfmeter und es gibt hier auch keinen Videobeweis, also sollte sich Krieger auch nicht wirklich auch darüber beschweren. Aber danach ist RWE wie von der Rolle und kann den Ball nicht geklärt bekommen. So kommt der Ball an Henning und der macht No-Look, einfach einen Schuss aus dem 16er, aus dem spitzen Winkel und trifft die Latte. Irre. Aber jetzt schon wieder der weite Einwurf von der rechten Eckfahne. Simon Handle auf Lobinger am Fünfer. Ball wird noch verlängert auf Lofolomo, aber sein Kopfball im Endeffekt zu schwach. Keine Chance, kein... Da muss sich Jakob Golz nicht anstrengen. Und der Ball wird auf die linke Seite rausgegeben. Lukas Brumme sucht Berisha. Aber Handle schneller. Spielt den Ball direkt ins Aus. Es gibt Einwurf für die RWE. Und jetzt erheben diejenigen, die es mit der RWE haben, hier im Stadion sich. Denn sie haben gemerkt, die Mannschaft braucht Unterstützung. Sie wirkt etwas fahrig hier in der 29. Spielminute. Golz spielt jetzt einen weiten Ball auf Berisha. Der gewinnt das Kopfballduell. Gibt den Ball auf Winzheimer. Aber Winzheimer hat keine Chance. Der Ball geht ins Aus. Dann möchte er gerne 10 Meter gut machen.
Kann er aber nicht, weil der Ball ist nicht eingeworfen. Und somit ist es Brumme an der Mittellinie. Mit einem Einwurf auf Kaparos. Spielt den Ball wieder zurück in die eigene Hälfte, in den eigenen Abwehrverbund. Jetzt geht der Ball zum Torwart. Golz am eigenen Fünfer. Spielt einen Ball Richtung Mittellinie an Winzheimer. Nee, der verliert das Kopfballduell. Der Ball geht wieder in Richtung RWE-Strafraum. Kann wieder rausgeklärt werden. Lars Dietz übernimmt jetzt den Ball in der Hälfte der Viktoria. Spielt wieder einen langen Ball Richtung Tiger Lobinger. Der gewinnt das Kopfballduell, findet aber Henning nicht. Henning kann dann aber... Oh, der tat weh. Henning will gegen drei Mann gehen. Und Torben Müsel tritt ihm aber sowas von ungestüm auf das Fußgelenk. Ja, da will Ahmed Arslan ihm noch irgendwas mitgeben. Wahrscheinlich kennt er da eine gute Tinktur, die man sich dann nach dem Spiel mal draufschmieren kann. Allerdings etwas lange, wie die beiden sich unterhalten. Na gut, sei es drum, die Viktoria kriegt aus ungefähr zentraler Position 40 Meter vom Kasten von Golz entfernt einen Freistoß. Eine Sache für Albion Vrenesi. Heute mit seinem 130. Spiel hier in der dritten Liga. Vielleicht macht es auch Niklas May. Nein, der bewegt sich wieder weg. Mal sehen. Albion Vrenesi, der Kosovare, was er hier so bringt. Ich finde ganz interessant, Chris Greger außerhalb des 16ers, ganz hinten ungedeckt. Ne? Also der wird da wahrscheinlich mit sehr viel Tempo jetzt in den 16er kommen. Vielleicht auch eine Variante, die so einstudiert ist. Werden wir mal sehen. Wir haben ja genug große, auch Tiger Lobinger, auch ungedeckt. Ne? Rennt jetzt auch in den 16er und der Ball kommt auch rein. Allerdings an allen vorbei und da kann der RWE erstmal kurz klären. Allerdings nur in den Fuß von Brian Henning. RWE steht immer noch tief. Viktoria könnte es jetzt schnell auf die rechte Seite spielen. Das tun sie auch da. Als Vrenesi will die Flanke bringen, wird von Arslan beackert, aber immer noch Vrenesi. Läuft ins Zentrum, jetzt mit einem tiefen Ball. Allerdings findet der dann nur den Fuß von einem RWE-Spieler, den Ball ins Ausspiel. Einwurf für Viktoria. Eine Sache für Simon Hande hier auf der rechten Seite. Da direkt vor Christoph Dabrowski, dem Trainer von RWE und schnell ausgeführt. Jetzt Enrique Lofolomo in der eigenen Hälfte. Jetzt mal ein Zweieraufbau bei Viktoria. Chris Greger auf der linken Seite. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zu Dudu. Starkes Pressing da von RWE. Ball auf der linken Seite. Das ist wieder Christoph Greger in der Sonne, die sich jetzt hier wieder über Essen breit macht. Und breit macht sich auch Eichberger und spielt somit den Ball ins Aus. Na, war er doch nicht mehr dran. Einwurf jetzt für RWE. Michael Schulz war auf der komplett anderen Seite. Vielleicht sollte ich meine Brille noch mal ein bisschen schärfen. Auf jeden Fall sehe ich, dass RWE wieder den Ball hat. Michael Schulz, der klebt jetzt an der rechten Außenlinie. Das haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Jetzt allerdings Kaparos wieder im Zentrum der... Die Tuchel würde sagen, eine Holding Six heute spielt bei RWE. Ja, da hast du recht. War jetzt auf der linken Seite bei Lukas Brumme und der verliert den Ball. Allerdings war da Vrenesi noch dran und das konnte ich sehen, weil es so eine kurze Distanz war. Einwurf für RWE direkt auf Höhe der Mittellinie. Ah, und doch noch ein bisschen in der eigenen Hälfte. Lukas Brumme will es kurz spielen. Ja, lässt sich die Zeit. Viktoria deckt das gut. Auch Vrenesi ist dabei, Berisha da, der jetzt kurz kommt. Aber auch Ahmed Arslan kommt im Zentrum und jetzt Brumme. Kurz auf Dion Berisha, der findet wieder Lukas Brumme. Da kommen sie gut durchs Zentrum. Und jetzt sehen wir Kaparos mit der Flanke auf die rechte Seite. Aber den Rücken von Eichberger, so ist das Tempo so ein bisschen raus. Ramin Safi kommt mit dazu. 40 Meter vorm Viktoria Kasten ins Zentrum. Ich will auf Kaparos. Der findet Lukas Brumme. Zurück zu Kraulich, damit seht ihr, es geht erstmal hinrum. Aber der findet auf der linken Seite Dion Berisha, der auf Brumme, schönes Dreieckspiel. Müsel auf Winzheimer und dann kommt Jonas Dicker da dazwischen und Dudu will den noch kriegen, bevor er ins Tor ausgeht. Allerdings kann er da die Ecke nicht mehr abwenden. Da hat Dicker den Ball ein bisschen zu weit von Dudu weggespielt und damit die dritte Ecke für Rot-Weiß Essen in dieser Partie. Die zweite von dieser Seite und das heißt natürlich, wenn der Ball mit rechts in Richtung Tor gespielt werden kann, dann macht das auch Ahmed Arslan. Steht da auch wieder alleine, also keine kurze Möglichkeit. Der Ball wird hoch reinkommen, da ist keiner, der sich irgendwie kurz anbietet. Wir sind jetzt wieder viele RWE-Spieler im 5-Meter-Raum, also anscheinend Variante 2 bei Rot-Weiß Essen. Wahrscheinlich gehen wieder gleich zwei Arme hoch, das kann ich mir gut vorstellen. Ah, es ist nur einer, nur der rechte Arm, mal gucken, was das bedeutet. Arslan bringt den Ball jetzt rein, der kommt hoch und weit hinter den zweiten Pfosten. Und da ist Schulle und er trifft das Netz, aber nur von außen. Ja, das ist nicht das Tor. Da hört man das Rauschen hier im Stadion, aber das war nur das Außennetz. Viel zu spitz der Winkel vom heranstürmenden Michael Schulz. Und wenn ihr zu Hause kein Rauschen hört, sondern uns gut hört, gebt doch gerne nochmal einen Daumen nach oben. Wir werden da nicht müde, euch das zu sagen. Das hilft uns enorm, gerade bei Auswärtsspielen. Und das Spiel läuft auch schon wieder weiter. Dudu, langer Ball, wieder auf Tiger Lobinger. Das sehen wir nicht zum ersten Mal. Aber der kommt viel zu kurz und kann Müsel den Ball nach vorne köpfen.
Aber der kommt ganz sicher wieder zurück zu Dudu, nimmt da den Umweg über Jonas Sticker. Allerdings ist es kein Rückpass, so kann Dudu den Ball hochnehmen. 33,5 Minuten gespielt. Hier in Essen die beste Chance hatte Brian Henning mit dem Schuss an die Unterkante der Latte. Mal gucken, ob wir jetzt die nächste Chance sehen, denn Brian Henning ist wieder vor dem 16er. Sieht auf der rechten Seite Albion Vrenesi, der kommt an den Ball, ist jetzt im 16er mit der Flanke und Schulle mit dem Flugkopfball. Allerdings wieder in den Fuß von Vrenesi auf der rechten Seite. Spitzer Winkel findet Simon Handle, der mit einer gefährlichen Flanke. Schulle kommt da mit dazu und Ahmed Arslan kann erstmal klären. Allerdings genau in den Fuß von Chris Krieger. Er steht im Mittelkreis, findet auf der linken Seite Niklas May. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Platz für unseren Linksverteidiger. Findet Brian Henning, super Ball. Und der macht es kurz auf Seite El Mala. Und der sieht einfach mal ab, aber der geht über das Tor. Ja, da warum nicht? Gefährlich. Aber du sagst es, warum nicht? Einfach mal 35. Spielminute, Seite El Mala mit einem Hallo-Wach-Signal von seiner Seite. Währenddessen wurde mir gesagt, es gibt ja keine Torlinientechnik in der dritten Liga. Der Lattenkracher von Henning, es ist bisher in den Videobildern noch nicht gesehen worden, ob der Ball über der Linie war oder nicht. Sei es drum, würde uns eh nichts mehr bringen, steht weiter 0-0. RWE löst das Spiel hintenrum, spielt dann einen weiten Ball, der nur zu Dudu geht. Und der bringt den Ball zu seinen Abwehrspielern. Lofolomo hat die Pille am Fuß, steht auf dem Ball, lässt Winzheimer kommen. Der hatte bisher einen undankbaren Tag, darf viel anrennen und wenig den Ball schnuppern. Ball geht jetzt an Brian Henning, der hat sich fallen lassen in die eigene Hälfte, gibt zurück auf Lofolomo. Lofolomo steht 40 Meter vom eigenen Kasten entfernt und gibt jetzt auf Sticker, der angegangen von zwei Mann, kann sich von beiden lösen, wird dann super gezogen und da heißt es auch einfach mal faul. Und so verwarnt hier, also nicht verwarnt, sondern so pfeift der unparteiische Heft hier Dion Briescher zurück. Der sollte aufpassen, ich meine Startelfdebüt hin oder her, das ist jetzt glaube ich schon die dritte Beteiligung an einem Foulspiel, wo er dabei ist. Sei es drum, die Viktoria spielt den Ball auf die rechte Seite zu Vrenesi. Der steht an der Mittellinie. Spielt wieder in die Abwehr zu Lofolomo. Der wird jetzt links rausspielen. Ah, zu May hätte ich gedacht, aber er spielt direkt zu Henning. Henning lässt aber klatschen und bringt den Ball zurück in die Abwehrreihe zu Gregor. Gregor auf Dietz, der wird angeraufen von Berisha. Deswegen bringt er den Ball zurück zu Dudu. Der wieder auf Berisha, dem rutscht, auf Dietz meine ich, Entschuldigung, dem rutscht der Ball ein bisschen durch. Und dann schlägt er ihn einfach mal weit und lang zu Lobinger. Ja. Der soll vorher Trikot gezogen haben und ich kriege hier die Info, das war auch so. Somit gibt es jetzt Freistoß im Zentrum der Hälfte von RWE. Ist das eine Sache für Tobias Kraulich? Der spielte in den letzten 4 Jahren für 4 verschiedene Drittligisten. Würzburg, SV Meppen, Dynamo Dresden und jetzt Rot-Weiß Essen. Aber er macht den Freistoß gar nicht. Es ist Schulz, der die Pille weit in die Hälfte der Viktoria bringt. Aber dort kann Vrenesi sie aufnehmen, spielt auf Dudu. Dudu spielt kurz zu Dietz, der lässt wieder klatschen auf Vrenesi. Und der muss jetzt den Ball einfach mal hoch und weit spielen. Das tut er auch, sucht Lobinger. Aber Kraulich ist schneller und so kann RWE den Ball aufnehmen. Probiert es eine Flanke in den Strafraum zu bringen. Die nimmt Gregor gekonnt mit der Brust an. Spielt auf Dietz und der schießt den Ball einfach hoch und weit raus. Und somit ist eine Sache für Eitschberger. Der bringt die Kugel, aber da kann Vrenesi sie gut annehmen. Bringt sie auf Lofolomo. Und der verschafft sich jetzt mal ein bisschen Platz, steht 20, 25 Meter vorm eigenen Strafraum und bringt jetzt die Kugel geschickt auf die linke Seite zu Henning. Der steckt weiter auf El Mala. El Mala ist an der 16er Kante. Es ging Eitschberger. Eitschberger kann ihn nicht verteidigen. Ah, sein Schuss wird geblockt. Aber der Ball weiterhin bei der Viktoria. Es ist Lofolomo im Zentrum, der auf die rechte Seite spielt, zu Simon Handle. Wird er auf Vrenesi spielen, rechts? Nein. Er tippelt über den Ball und gibt wieder zurück an den Anstoßkreis. Lars Dietz gibt den Ball weiter auf Lofolomo. Der spielt zurück auf Dudu. Dudu bringt den Ball auf die linke Seite mit einem weiten Schuss auf Niklas May. Der will ins Zentrum köpfen und der Ball kommt über Unwege zu Henning. Ah, der ist langsamer als Schulz und somit kann RWE die Kugel jetzt auf sich nehmen. Aber ziemlich ohne Probleme möchte Manuel Winzheimer hier den Angriff einleiten und haut ihn einfach nur ins Aus. Der Ball geht über Einwurf jetzt in die eigene Abwehrreihe und damit meine ich die der Viktoria. Ball kommt auf die linke Seite zu Niklas May. Spielt zurück auf Chris Krieger, der wieder auf May. May nimmt Tempo auf und dringt in die Hälfte der RWE ein. Geht an den zweiten Mann vorbei, spielt jetzt auf El Mala. Wieder El Mala gegen Eitschberger. Dieses Duell ist sehenswert. Diesmal geht El Mala dran vorbei am ersten, bleibt am zweiten hängen. Oh, und Eitschberger schießt die Kugel einfach nur noch ins Tor aus. Es gibt die zweite Ecke für die Viktoria. Das erste Mal von der linken Seite von uns aus gesehen. Niklas May geht da ein paar Schritte hin. Ah, wird das machen? Nee, Albion Vrenesi, der Mann, der gestern Geburtstag hatte.
Alles Gute nochmal an dieser Stelle nachträglich. Ich habe von ihm schon gehört, er wurde gestern schon von der Familie aus München freundlich empfangen in Köln. Also sogar Besuch bekommen aus der bayerischen Heimat. Mensch, und wenn die dann sogar noch das Oktoberfest hinter sich lassen, Wahnsinn, oder? Damit du deinen Geburtstag feiern kannst, dann muss das schon was haben. Der hat ja auch wirklich für so ziemlich alles gekickt, was in Bayern einen Vereinsnamen hat. Ne? Planegg, Kreiling, Unterföhring, Augsburg 2, Jahn Regensburg, Würzburger Kickers, Türgücü und 1860. Hier kommt jetzt seine Hereingabe. Oh, Gold kann in erster Instanz den Ball wegfausten und kassiert dafür den Ellenbogen eines Kölners. Ich konnte nicht sagen, wer es war, aber da macht er eine ganz schöne Biege in der Luft und sieht sich auf einmal schneller den Boden wieder, als er es erwartet hätte. Es geht aber weiter für ihn. Dennoch Spiel unterbrochen. Es gibt Freistoß aus dem Fünfer. Ah ja, Chris Greger war es. Der entschuldigt sich auch nochmal bei Gold. Sie klatschen sich ab. Da war nichts Böses mit gemeint. Der Einzige, der das mal wieder nicht verstehen kann, ist Ahmed Arslan. Ja, der sieht aus wie ich, wenn ich mich beschwere, dass im Kino mein Sitzplatz schon belegt ist. Aber auch für ihn scheint es weiterzugehen. Komisch, ich dachte eigentlich dürfen nur noch Leute mit Kapitänsbinde so mit dem Schiedsrichter sprechen. Ahmed Arslan legt diese Regel etwas anders aus. So, Golz darf jetzt hier den Freistoß spielen, täuscht kurz an, sagt jetzt doch, Jungs, lauft mal weit. Und hier in der 40. Spielminute gehen die meisten Leute ein bisschen weiter. Golz bringt jetzt den weiten Ball tief in die Hälfte der Viktoria. Ball wird klug weitergeleitet von Winsheimer. Winsheimer auf Arslan, auf der rechten Seite ist es Kabos. Oh, der schließt einfach mal ab ins kurze Eck und da steht Dudu. Ja, den hat er dann mal getestet, ob er nicht eingeschlafen ist da in der Sonne von Essen. Der bekommt da jetzt ordentlich die Strahlkraft der Sonne ab. Oh, hast du aber schön gesagt. Bringt jetzt den Ball weit in die Hälfte der Essener. Lobinger ohne Probleme kann den Kopfball weiterleiten an Henning. Der kriegt die Kugel allerdings nicht. Lobinger im zweiten kann den zumindest so unter Druck setzen, dass die Viktoria den Ball aufnehmen kann. Vrenesi ist am Ball, bringt ihn in den eigenen Abwehrverbund, 41. Spielminute. Lars Dietz, schöner Diago-Ball, sucht El Mahler auf der linken Seite, aber Eitschberger mit einem taktisch klugen Stellungsspiel kriegt diese Kugel, zumindest die erste, denn die zweite landet wieder bei der Viktoria in Form von Vrenesi und der wird aber sowas von umgehauen, aber der Unparteiische steht 2 Meter weit weg und sagt weiterspielen. Die RWE, somit im Gegenzug. Winsheimer kriegt den Ball auf der linken Seite in der Hälfte der Viktoria gegen Dietz. Bringt den Ball weiter an Berisha. Berisha wird angelaufen von Henning, bringt den Ball auf Kraulich. Der will eine Hereingabe machen, da ist Handel mit dem Fuß dran. Es gibt die 4. Ecke für RWE. Zum 3. Mal hier von der Seite direkt vor uns. Also ihr wisst es natürlich, es ist wieder Ahmed Arslan, der jetzt auch den Ball von den Balljungs bekommt. Es sind noch knapp 3,5, 4 Minütchen hier zu spielen, plus vielleicht eine Minute Nachspielzeit, kann ich mir vorstellen. Gab jetzt nicht viel Grund tatsächlich. Ein, zwei Mal lag mal ein Junge auf dem Feld. Aber ja, genau. Ist jetzt nicht so, glaube ich, dass wir hier 4, 5 Minuten Nachspielzeit bekommen. Also noch gut 4, 5 Minütchen und dann in der Halbzeit gerne dranbleiben. Wir sind natürlich für euch auch in der Halbzeit da und gehen vielleicht mal ein bisschen von diesem Spiel weg. Jetzt bleiben wir aber am Spiel. Ball kommt in den 16er und da ist Dudu und der rutscht ihn aus den Händen, aber zum Glück ins Tor aus. Und somit gibt es die nächste Ecke und jetzt muss RWE mal ein paar Meter rüber machen. Allerdings, ihr wisst es, von der anderen Seite macht es Lukas Brumme, denn RWE schlägt die Standards einfach immer mit Schnitt zum Tor hin. Und das ist jetzt eine Aufgabe für Lukas Brumme und Ahmed Arslan orientiert sich da jetzt in Richtung 16er. Wir sehen Schulle da noch im Gespräch mit dem Schiedsrichter, wird da gedeckt von Chris Greger, auch ungewohntes Bild. Aber bisher Schulle noch nicht wirklich gefährlich geworden, einen Kopfball hatte er. Jetzt geht der Arm hoch von Brumme, bringt den Ball relativ flach rein und dann ist halt El Mahler da und haut den da in das Netz, sodass der Ball da nicht in den Auswärtsblock gehen kann. Allerdings geht der Ball wieder an die Eckfahne, denn es gibt die nächste Ecke für RWE von gleicher Position wieder Lukas Brumme. Hebt jetzt den linken Arm und der Schiri sagt, nee, wenn Brian Henning und Michael Schulz bei die beiden Ex-Braunschweiger da so rumtanzen, da könnt ihr ruhig zu Let's Dance zu RWE gehen. Allerdings... Nicht hier im Stadion, nicht an der Hafenstraße. Ja, der Unparteiische sieht es da sehr genau, wenn es darum geht, den Streit auf sich ruhen zu lassen. Gibt den beiden Spielern was mit. Abklatschen von den beiden habe ich nicht gesehen. Die fangen sich an, sofort zu rangeln. Ball kommt gut rein. Ball ist in Tickeltackel. Oh, da ist immer noch nicht geklärt. Dudu zweimal mit Paraden und jetzt kann der Ball geklärt werden. Unglaublich, was hier passiert in der 43. Spielminute. Aus ganz spitzem Winkel und nur noch wenige Meter, also vielleicht 2 oder 3 entfernt vom Tor, ist es doch tatsächlich nicht möglich für den RWE, den Ball hier über die Torlinie zu drücken. Und das haben wir vor allen einigen Füßen von Viktoria und Dudus Händen zu verdanken.
Aber RB kommt schon wieder über die rechte Seite. Das müsste Brumme sein. Brumme gibt weiter an Kaparos. Der findet Arslan. Arslan gegen Sticker. Spielt einen schönen Steckpass an Safi. Aber der Mann kann noch geblockt werden von Mai. Und der Ball geht wieder ins Tor aus. Und es gibt jetzt die siebte Ecke. Würde man das hier Powerplay nennen? Also ich sag mal so, in der Border League hätte es jetzt 2 Elfmeter gegeben. Ne? Ah, wunderbar. Und dann hätten wir wahrscheinlich 3-mal gewürfelt mit dem W20-Würfel. Und dann hätten wir geguckt, ob die Quadratsumme davon irgendwas ergibt, was der Sponsor vorher gesagt hat. Also die Liga verstehe ich beim besten Willen nicht. Hoffentlich versteht Viktoria den Plan, den RWE bei dieser Ecke hat. Bisher gab es da noch keine gefährliche Aktion. Jetzt aber Brumme, da ist Dudu. Rutscht raus, kriegt den Ball erstmal rausgefaustet. Und dann ist Arslan als erstes da. Gibt aber zurück auf Ramien Safi, der angelaufen wird von Venezi. Und gibt damit zurück auf Gold. Henning. Und Henning, du sagst es, der läuft da komplett durch. Der sprintet da runter, als ob es der letzte Bus am Abend wäre. Jetzt kriegen wir hier den Freistoß. Ja, da regt sich RWE ein bisschen auf. Winsheimer versteht die Welt nicht mehr. Es war aber klar, dass er sich da aufgestellt hat auf Lofolomo. Und somit jetzt hier in den letzten 30 Sekunden, die verbleiben in der ersten Hälfte regulärer Spielzeit, hat die Viktoria einen Freistoß. Lofolomo gibt den an Dietz. Dietz gibt den weiter an Gregor. Gregor sucht nochmal El Mala. Lässt schön klatschen auf Henning. Und der bedient ihn mit einem Laufpass. Oh, und dann wird... Und dann wird Schwalbe gerufen, weil als Eitschberger etwas das Trikot zupft, geht El Mala sofort zu Boden. Das hatte er natürlich so geplant. Ja, und somit gibt es Freistoß für die RWE. Eine Minute gibt es oben drauf. Ball kommt jetzt über die rechte Seite. Kann schön verlängert werden von der Viktoria. Das ist Brinesi auf der rechten Seite. Brinesi nimmt Maß. Oh, aber hat er nicht gut genommen. Ball geht sofort in die Arme von Golz. Und der findet Kaparos. Der gibt jetzt mal den Ball weiter auf Müsel. Der schickt Berisha. Berisha tief in der Hälfte. Zieht ins Zentrum. Wird von Gregor gelegt mit einer feinen Grätsche. Das war super gespielt von unserem Abwehrchef. Aber der Ball immer noch heiß. Auf der linken Seite. Das ist Kaparos. Bringt den Ball auf Müsel. Der verletzt sich da. Sah aber nicht nach heftigem Einsteigen von Dietz ein. Jetzt gibt es aber doch den Freistoß. Unparteiische Heft. Oh. Und da sagt anscheinend Dietz was und holt sich den gelben Karton ab. Ja, Olaf Jansen, der ist da dezent sauer, glaube ich, Stefan Küsters. Die gehen ja jetzt beide in Richtung vierten Offiziellen. Nee, Olaf, aber das sollte man bei dem Heft nicht machen. Der Heft sieht aus wie einer, der die Nagelschere auspackt, wenn es darum geht, den Rasen zu stutzen. Also den sollte man machen lassen. Gar nicht erst mit ihm ins Klein-Klein gehen. Wahrscheinlich hat Dietz sowas gesagt wie nur auf Zuruf, Schiri. Und das hört der Unparteiische nicht gerne. Er zeigt jetzt nochmal Arslan und Brumme seine Pfeife und sagt, erst wenn ich da reingepfiffen habe, kann es hier losgehen. Es gibt nochmal Freistoß. Halblinke Position, 40 Meter vom Kasten von Dudu entfernt. Wahrscheinlich die letzte Aktion des Spiels, dieser ersten Hälfte. Entschuldigung. Und das macht Arslan. Spielt den Ball hoch und weit. Oh, da kommt Dudu raus. Oh, klopft über seinen eigenen Mann. Kann den Ball aufnehmen. Und Tobias Heft sagt, in Ordnung. Es wird zur Halbzeit gepfiffen. Und die Viktoria, wer ist es da? Gregor, der da von Dudu gefällt wurde. Der lässt es ruhig angehen. Steht jetzt erst auf. Tja, was kann sich hier nach 45 Minuten gesagt haben? Ich würde sagen... Der Lattentreffer, schade für die Viktoria. Wer hätte mehr drin gewesen? Ich fand, RWE wirkte jetzt nicht so, als ob sie auf jeden Angriff der Viktoria eine Antwort hätten. Aber leider muss man dazu auch sagen, die Viktoria bisher nicht mit dem ganz großen Zug zum Tor. Und auch wenn die RWE eine Ballstaffette aufzieht, ist es dann durchaus schwer für unsere Viktoria hinterherzukommen. Also bisher... Können wir mit dem 0-0 eigentlich ganz zufrieden sein, oder was sagst du? Ich denke auch, ich finde sehr interessant, dass beide Mannschaften gerade gegen den Ball sehr, sehr stark sind. Ne? RWE mit einem sehr, sehr starken Pressing. Und wenn RWE auch vorne mal den Ball hat, gerade im zweiten und im letzten Drittel, da ist Viktoria sehr, sehr gallig und immer nah dran. Eine Sache, die auch, finde ich, sehr auffällig ist in unserem Spiel, ist, dass sehr, sehr oft Tiger Lobinger gesucht wird mit einem langen Ball, der dann ja oft ein 50-50-Duell damit Kraulich. Noch interessant, dass eigentlich jedes Kopfball oder jedes Duell von Lobinger immer mit Kraulich war und nicht einmal mit Schulz.
Stimmt. Schulz wird da komplett gemieden mit seinen 1, ich glaube 95 sind, der einfach so extrem stark in der Luft ist, wo man vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Schwachstelle ausgemacht hat, wo man gesagt hat, Lobinger hat vielleicht mehr eine Chance gegen Kraulich, sich bei 10 Duellen 6-7 Mal durchzusetzen, als es gegen Schulz der Fall ist. Ja, ich finde sowieso, Duelle gibt es hier en masse, die wirklich sehenswert sind. Vor allem, wenn wir das Duell El Mahler gegen Julian Eitschberger sehen. Das ist somit eigentlich einer, der schon dem ersten FC Köln gehört. Somit eigentlich einem Erstligisten oder Zweitligisten. Der ist 18 Jahre alt und der tritt hier an gegen einen aus der Hertha-Jugend, also auch eigentlich aus einem von einem Zweitligisten, der nur ausgeliehen ist an RWE und der ist 20 Jahre alt. Also sieht man da wirklich, Jugend forscht und zwar ganz schön forscht. Auch welche andere Sache ich richtig cool finde, ist, dass die Zweikämpfe zwischen Dion Berisha, der 21 Jahre jung ist, und Simon Handle, unserem erfahrenen Routier, der da heute aushilft auf der Seite. Das sind wirklich Duelle, die sind jedes Mal sehenswert. Da habe ich Bock drauf, in der zweiten Hälfte mehr von zu sehen. Ich würde sagen, viele 50-50 Duelle auf dem Platz. Ne? Viele, wo man sagt, wie du jetzt gesagt hast, mit Eitschberger gegen El Mahler, wo sich mal der eine durchsetzt, mal der andere. Es ist nirgendwo, finde ich, so, dass wirklich jemand, ein Spieler, überlegen ist gegen den anderen. Wir sehen das auch vorne bei RWE, Ramin Safi, dann gegen uns hinten Niklas May. Auch sehr, sehr viele 50-50 Duelle, ne? Die sich auch sehr oft robust in den Zweikämpfen sind. Mal zielt Safi vielleicht durch sein Tempo mal vorbei, dann kommt Niklas May wieder dazu. Also das ist sehr, sehr eng, finde ich, heute. Und das gestaltet sich ja im Spiel bisher auch so 0-0. Wir haben beide gefährlich vom Tor gesehen einmal. Ich glaube, hier kommt man auf seine Kosten, wenn man hier ist. Wir haben herrliches Wetter. Ich bin eh so ein bisschen eine Frostbeule. Also mir ist zwar kalt, aber die Sonne, die versteckt sich hier nicht. Die hat auch Bock, sich hier zu zeigen heute in Essen. Ja, zumindest, wenn man auf der Gegentribüne sitzen würde. Wir können nur sehen, wo die Sonne hinscheint. Wir haben sie nicht wirklich auf dem Rücken. Das stimmt auch wieder. Du, ey, da muss ich ja ganz kurz unseren Hörern eine Sache erzählen. Und zwar, wir hatten heute, haben wir unseren Wagen geparkt. Und zwar neben einer Legende von RWE anscheinend. Mehrere Saisons, hat er mir dann erzählt, hat er bei RWE gespielt. Danach auch bei Preußen Köln gespielt, ne? So hieß er die Viktoria früher. Und danach habe ich mir gedacht, ey, dann habe ich hier noch ein bisschen Zeit, dann gucke ich mal nach, wer das war. Ja, find mal einen Typen, der 3-4 Spielzeiten bei RWE gespielt hat und eine bei Preußen Köln und der irgendwas zwischen Mitte 50 und Anfang 70 ist. Da habe ich mich echt totgesucht, aber da kam ich auf eine Idee. Und zwar, wir könnten ja gegenseitig uns Tipps geben über Spieler und dann muss der andere raten, welcher Spieler das ist. Ich bin gespannt. Du bist gespannt? Ich habe mir so ein paar rausgesucht und die gehen von Anfang, also von leicht so zu super schwer. Okay. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch manchmal so, man denkt so, ja, natürlich kennst du den und dann ist das einfach so eine blank page und man weiß überhaupt nicht, was der andere hat. Also, ich sage jetzt einfach mal hier, ausgebildet bei Borussia Dortmund, 85 Bundesligaspiele gemacht. Ich meine, jeder von denen hat natürlich später bei der Viktoria gespielt, muss man dazu auch sagen, ne? Würdest du da schon wissen, ausgebildet beim BVB und 85 Bundesligaspiele? Ich habe zwei Namen im Kopf. Okay, dann gebe ich dir noch einen Tipp, weil ich habe so das Gefühl, ich habe viel zu leicht gemacht für dich. Nein, zweiten, beendete seine Karriere bei Viktoria Köln. Ja, dann ist es Markus Brzęczka. Es ist Markus Brzęczka. Du brauchtest nicht mal meinen dritten Tipp, der gewesen wäre, war jahrelang Co-Trainer. Okay, dann Marian Wilhelm, glaube ich, hat nicht so viel Vergangenheit mit PVP. Von daher, ich hatte Giovanni Federico noch im Kopf. Der müsste auch so ein paar Bundesliga-Spiele gemacht haben, auch für Bielefeld. Auch Viktoria-Bezug. Auf dem Dampfer war ich so ein bisschen. Okay. Aber okay. Dann habe ich noch einen Namen für dich. Ich versuche das mal alles aus dem Kopf zu machen. Ich habe mich mal schlau gemacht, so ein bisschen. Es ist auch ein Spieler, der bei Viktoria war. Also das ist schon mal der erste Tipp. Er ist nicht mehr bei Viktoria. Ja. Er hat in diesem Jahr Qualifikation gespielt für einen europäischen Wettbewerb. Hat dort ein Spiel gemacht. Das ist Federico Palacios. Liebe Fußballfreunde. Jetzt hast du auch wahrscheinlich zwei Namen im Kopf gehabt. Ach, Scheiße. Einen gewählt, der es aber nicht ist. Er ist es nicht. Eieiei. Aber ich gebe dir mal noch eine zweite Chance. Okay. Er hat im Sommer das Spiel gemacht in der Europa League Qualifikation für den Verein, für den er mittlerweile nicht mehr spielt. Ey. Moment, aber er hat Viktoria Köln Erfahrung, ja? Ja. Wie viel Erfahrung so? Er war jetzt keine 10 Jahre hier. Soll ich dir noch einen mitgeben? Ja, gib mir noch einen. Beim letzten Marktwert-Update von Transfermarkt.de ist er von 700.000 auf 600.000 runtergegangen. Uh...
der hat internationales Spiel gehabt. Ja. Wie kann das denn sein? Ich hätte jetzt... Für den Verein spielt er nicht mehr. Der Verein ist der FC St. Gallen. Ach nein, wirklich? Er ist es, ja. Nikolas Möller? Nikolai Möller, genau. Der Nikolai ist, Möller. Nikolai, genau. Der ist aber danach nach Norwegen gewechselt. Das heißt, er spielt nicht mehr für St. Gallen. Der hat dieses Spiel noch gemacht, ist dann aber nach Norwegen gegangen. Geil. Hatte plötzlich einen Marktwert von 700.000 und hat einmal getroffen bisher. Ja, ja, ich weiß. Wie Nikolai Möller seinen Marktwert bekommt. Ich habe den echt gerne als Charakter, weil der echt super. Ja. Aber sonst habe ich nie verstanden, wie er zu diesen Sachen kommt. Aber hey, vielleicht sehen die was ich nicht sehe. Okay, damit würde ich sagen 1-0 für dich. Ich mache mal direkt einen schwereren. Oh. Okay. Spielte letzte Woche gegen CR7. Ja, okay. Wer könnte es gewesen? Hat er Viktoria-Vergangenheit? Ja, er hat Viktoria-Vergangenheit. Ich habe zwei Namen im Kopf. Okay, wenn sie beide Josef Amin heißen, dann sind die ja richtig. Also wenn Michael Tiger Kraft nicht gespielt hat, dann ist es Josef. Nee, unser Torwarttrainer, der auch nach Saudi-Arabien gewechselt hat, hat das nicht gemacht. Genau. Ja, Josef Amin, Punkt für dich. Wahnsinn. So, dann gucke ich mal, was ich denn hier noch in meinen Notizen habe. Wir haben ja in Saarbrücken schon was Ähnliches gemacht mit dem lieben Christian. Ah ja. Der da auch tatsächlich ganz gut aussah. Ich mache mal aber noch einen, den wir, glaube ich, nur am Rande gemacht haben gegen Saarbrücken. Okay. Er hat mit Florian Wirtz zusammengespielt. In der Leverkusener Jugend. Kai Kehlefisch. Ich sollte nicht so schnell raten. Gib mir mal noch einen Tipp. Genau das ist es. Er hat für alle drei großen Kölner Vereine gespielt. Oh, das ist auch jeder Zweite aus unserer Jugend. Okay, und gib mir noch einen Fakt. Er ist bei seinem dritten Profispiel als Viktorianer vom Platz geflogen. Oh. Oho. Bei seinem Viktoria-Debüt in der Jugend, ja, hat Elvin Yashari getroffen. In der Jugend. Wie als er für die Jugend sein erstes als Spiel gemacht hat. Als er sein erstes Spiel hat Elvin Yashari sein erstes... Ja. Also da hat Yashari getroffen. Ja, ganz ehrlich, Besnik, bei aller Liebe, du gibst Tipps, die... das okay, dann gehen wir weiter. Ja, danke. Letzte Woche Kicker 11. Spieltags. Was? Kicker 11 von was? Von welcher Liga? Ja, dritte Liga. Von der dritten Liga. Also er spielt dritte Liga, der junge Mann. Der hat mit Florian Wirtz zusammengekickt. Und spielt immer noch bei Viktoria. Ah, jetzt hören wir doch auf. Und steht auch auf deinem Spielberichtsbogen. Ja, hoffentlich, weil da stehen ja unsere Jungs drauf. Allerdings nicht bei den Namen, die du gerade guckst, weil du bist gerade bei der Startelf. Das ist dann mein letzter Tipp. Okay. Dann, das ist jetzt auch langsam zu viel des Guten. Deswegen muss ich schnell machen und dann sage ich einfach Florian Engelhardt. Der ist es. Nein. Ja, beim FC in der Jugend mit Florian Wirtz zusammengezockt. Ach, krass. Ja. Ach, krass. Okay. Dann habe ich jetzt einen. 149 Drittligaspiele. Gewann mit Elversberg 2017 die Regionalliga Südwest. Ha! Nee, das gibt's doch nicht. Ist es Simon Handel? Nee, es ist nicht Simon Handel. Yes! Okay, pass auf. Zweiter Fact. Kam zur Viktoria von Türgücü München, war aber Fanliebling immer und auf Ewigkeit von 1860. Und dann gebe ich dir noch den letzten. Spielt nach einem Jahr Vereinslosigkeit nun wieder, und zwar in der Oberliga Westfalen, okay, für die Spielvereinigung Erkenschwick. Der junge Mann, der hat mich mal im Sportpark Kölnberg fast abgeschossen beim Aufwärmen. Es war so knapp, so knapp. Und dann hätte ich das Spiel nicht mehr gesehen, es war Aaron Berzel. Wahnsinn. So sieht's aus. Fehler von mir, Simon Handler hat 2017 bei Aue gespielt, er ist 2016 bei Elversberg gewesen. Tja, ey, weiß nicht, man kann halt nicht immer gewinnen, ne? Also... Hast du noch einen für mich? Vielleicht irgendeinen, wo du direkt den Namen sagst, damit ich auch eine Chance habe. Ach komm, das kriegen wir hin. Er hat mit Jürgen Kohler zusammengespielt. Anfang der 1990er Jahre schoss er das Tor des Monats im November. Ist er jetzt bei RWE? Nein. Also es ist nicht Stegi. Getroffen für das Tor des Monats hat er gegen Inter Bratislava. Pavel Dotschev?
Du bist auf dem halbwegs richtigen Dampfer. Was, Olaf Jansen? Olaf Jansen. Nein. Meinst du, Inter Bratislava, ey, das muss ich mir mal angucken, da, Alter. So, da mache ich jetzt direkt mal Werbung für unseren YouTube-Channel, denn da findet ihr eine Reaction von Olaf Jansen auf dieses Tor und die Preisverleihung, und das ist der absolute Oberhammer. Das muss ich mir angucken. Wir haben das Ding gedreht in Olafs Wohnzimmer, das kennst du ja sicherlich auch noch. Der Raum in Schwarzbach-Höhenberg, wo gerne mal Besprechungen sind. Ja. Olafs Wohnzimmer. Wir sitzen da und wir gucken uns den Clip an, und ich habe mir vorher gesagt, ich drehe das mit Olaf, will es aber vorher nicht sehen. Ich möchte es mir vorher nicht angucken, auf was wir da reacten. Und dann liegt Olaf Jansen im Krankenhaus, weil er verletzt war, als er diesen Preis überreicht bekommt. Und dann kommen zwei Krankenschwestern rein mit einer Torte und Kerze drauf, die sie dann Olaf Jansen überreichen. Es ist Weltklasse. Also guckt es euch bitte an auf unseren YouTube-Channel. Das Video kam vor 2 Wochen raus, als wir versucht haben, Tiger Lobinger ein bisschen zu pushen bei der Wahl zum Tor des Monats, weil er ja auch nominiert war. Ja. Hat sich aber leider nicht durchgesetzt. Ja. Okay, dazu muss man sagen, wenn du jetzt sagst, guck es auf unserem Channel an, dann meinst du mit den zwei verschiedenen natürlich. Genau, du meinst den Channel von Viktoria Köln, nicht vom Fußballradio Schelsig. Den könnt ihr auch mal abonnieren. Mittlerweile haben wir 140 Abonnenten. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Aber ich habe noch eine kurze Sache dazu, denn wenn ihr euch das Spiel jetzt gerade anhört, oder? Also wenn ihr gerade live zuhört, dann geht doch bitte, sobald ihr diesen Spieler, den Jakob eben mal angedeutet habt mit Preußen Köln, RWE vergangen, wenn ihr den rausgefunden habt, dann schreibt uns den doch bitte mal in die Kommentare. Außer, also wenn ihr live zuhört, wenn ihr gerade im Real Life zuhört, schreibt es gerne trotzdem mit rein. Und wenn ihr bestätigen könnt, dass es der Name ist, der vielleicht schon in den Kommentaren steht, sind wir da auch sehr dankbar drüber. Also ja, dann sage ich nochmal alles, was ich über den weiß. 3 Saisons RWE, 1 Saison Preußen Köln. Und hat heute hier auf dem Parkplatz geparkt. Hat anscheinend immer noch VIP-Recht bei RWE. Ich sag mal so, hat es nicht verstanden. Und kennt Stefan Küsters. Allerdings kennt den eigentlich jeder. Ist ein super netter älterer Herr. Graue Haare, ungefähr 1,70 groß. So, mehr Fakten gibt's nicht. Ich hätte noch ein paar Spieler. Willst du noch einen machen? Ach komm. Okay. Ey, aber der ist jetzt wirklich. Der ist schwierig. Okay. Er zielte in seinem Profidebüt seinen ersten Treffer für die Viktoria. Ja. Okay. Weißt du, okay, zweiter Fakt. Spielt jetzt seit Saisonbeginn für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West. Ja, es ist Alexander Höck. Es wäre schön, wenn er spielen würde. Es ist leider wieder verletzt. Ganz ehrlich, der Mann hat. Ja, das ist schade, echt. Er ist ein super Spieler, hat einfach nur ein schlechtes Kreuzband. Ne? Also. Und wir haben ein paar Wochen ja sogar noch ein Testspiel gemacht gegen Rödinghausen. Da war Höcki auch da. Höcki ist wirklich ist ja massiver geworden. Also wir kennen Höcki ja noch, als er in der U19 gespielt hat. Ne? Höcki ist nach seinen Jahren in Bremen. Ich wollte gerade sagen, und der seit 36 Monaten kann der ja eigentlich nur in Reha und Fitness gehen. Ne? Richtig Lauftraining geht ja wenig. Aber es war gegen die Würzburger Kickers, das 5-1 als Höcki getroffen hat. So sieht's aus. Damals Vorlage von Dario De Vita. Wahnsinn. Beide kurz eingewechselt worden. Mann, was sah die Zukunft rosig aus. Wahnsinn. Ja, ich hätte auch noch 2, 3 andere. Hau raus. Weil du kennst sie ja eh schon die ganze Zeit. Okay. Wurde bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet, spielte 5 Jahre bei uns und schoss beim ersten Drittligaspiel der Viktoria ein Tor beim 3-3 gegen Hansa Rostock. 2-mal Albert Buniaku. So sieht's aus. Und das andere Tor. Ist Nummer 5 auf der Rekordspielerliste von Viktoria Köln mit 168 Einsätzen. Ich stehe auf dem Schlauch. Scheiße. Ja, okay. Pass auf, dann gebe ich einen guten Tipp. Könnte heute mit einem Sieg mal wieder Tabellenführer in der Regionalliga West werden. Mit seinen Jungs, den Sportfreunden Lotte. Sven Kreier. Nee, Kreier war Regionalliga. Ja, der spielt bei Ratingen. Boah, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ist Kevin Holzweiler? Ach, Scheiße. Ja, ich hab einen! Ich hab einen! Ach Mann, wie kann man denn auf Holz nicht kommen? Ah, der Holzi, ey. Ah. Wirklich. Boah, das ärgert mich jetzt. Hättest du noch gesagt, RWE-Vergangenheit, wäre ich vielleicht drauf gekommen. Ja, hätte ich das mal gesagt. Stimmt. Ich meine, die RWE und die Viktoria, nicht, dass sie sich so viele Spieler zuschassen wie Köln-interne Vereine. Aber es gibt hier schon den ein oder anderen Transfer, ne? Also ja. Schulz, Holzweiler, Markus Stegemann, der jetzt hier ganz gutes Zeug macht von seinem Büro aus. Ja, und da haben wir jetzt eigentlich auch diese Halbzeitpause ganz gut rumgemacht. Und ich kann mich eigentlich an keine Halbzeitpause erinnern. Wir haben rumgemacht. Die Leute haben uns trotzdem gehört. Entschuldigung, wir haben die Halbzeitpause gut rumgekriegt. Da war wohl meine Fantasie mal wieder der Verantwortliche hier.
Und was ich echt toll finde, ist, ich glaube, es ist die erste Halbzeit, die ich jemals gemacht habe, wo wir mehr Zuhörer am Ende der Halbzeit hatten als am Anfang. Das ist mega geil. Und ich finde geil, dass wir 13 Daumen nach oben haben. Lass uns doch bitte mal die Quote von 2 Zuhörern einen Daumen nach oben kriegen. Also noch, lass uns das doch mal versuchen. Jeder, der noch keinen Daumen nach oben kriegt, noch 3 Zuhörer dazu. Auf gar keinen Fall, lieber schalte ich ein zweites Gerät an, bevor ich dir Daumen hoch gebe. Und das, das sollte euch nicht dazu animieren, jetzt auszuschalten, ne? Es ist angerichtet. Die zweite Hälfte hat soeben begonnen. Es gibt keine Wechsel auf beiden Seiten. RWE hat Anstoß, spielt ihn erstmal zurück zu Keeper Golz. Der einzige von RWE, der heute in gänzlich weiß spielt, mit einem weiten Ball. Aber Dietz köpft ihn direkt wieder zurück auf Lobinger, der verlängert an Henning. Henning eine Körpertäuschung, aber kann an Schulz nicht vorbeikommen. Boah, der smooth, schießt den Ball, Alter, ins Aus zu Olaf Jansen und der holt sich hier Szenenapplaus. Denn das war also ganz großes Kino. Ich weiß ja nicht, ob Jansen Single ist, aber damit bist du nicht mehr lange Single. Der Ball wird schnell eingeworfen von der Viktoria. Lobinger kann ihn an der Eckfahne zumindest so behaupten, dass er ins Ausgespielt wird von RWE. Und somit gibt es Einwurf für Simon Handle. Der nimmt richtig weiten Anlauf. Bringt den Ball bis in den Fünfer. Lobinger geht hoch, Schulz geht höher. Ball geht zurück zu Handle. Der lässt jetzt klatschen auf Mai. Der bringt eine flache Hereingabe. Auch die kann Schulz rausspielen. Dann Winsheimer verlängert, aber wieder ist Viktoria am Ball. Jetzt in der eigenen Hälfte mit Lars Dietz. Lars Dietz bringt den Ball an Lofolomo. Wird nicht angegriffen. Jetzt kommt Arslan. Aber Lofolomo spielt auf links raus zu Gregor. Der lässt klatschen auf Mai, dem verspringt der Ball ein bisschen. Deswegen kann Eichberger die Kugel aufnehmen. Denkste, denn Sticker nimmt die Kugel auf. Und schon wieder ist es sehr kleinlich hier. Jetzt gibt's Geld und es für ist sehr kleinlich. Ach, Leute, es ist sehr kleinlich hier von Heft. Und der gibt dem unserem Co-Trainer Marian Wilhelm die gelbe Karte. Und wer auch jemals ein Spiel von Marian Wilhelm hatte, also wo der an der Seitenlinie ist, dann weiß man, der wird nicht laut. Also was wird der jetzt wohl gesagt haben? Hey, Schiri, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel oder so. Aber ja, naja, aber es gibt Freistoß von der Mittellinie, schon ausgeführt. RWE bringt den Ball auf die andere Seite, auf die linke Seite, zu Kraulich. Kraulich bringt den Ball zurück zu Golz. Der wird angelaufen von Lobinger. Und deswegen gibt er ihn auf die linke Seite zu Schulz. Der gibt auf Berisha. Der verliert die Kugel. Kugel kann aber wieder aufgenommen werden von Eichberger. Der verliert die Kugel aber an Mai. Viel klein hier in den ersten Minuten. Jetzt doppelter Doppelpass zwischen Gregor und Mai, aber in die falsche Richtung. Aber sie können zumindest den Ball behaupten. Ball geht an Dudu und der mit einem schnellen Abschlag und einem super Karate. Das war doch nichts! Mann, was soll er denn mit seiner Hand machen? Also bei aller Liebe. Ey, also ich kann hier ja nicht den gelben Karton sehen, deswegen sage ich einfach mal nur auf Zuruf, Schiri. Das ist ja schon das zweite Mal, dass mir auffällt, dass Heft so lange zögert mit dem Foul oder mit dem Pfiff, besser gesagt, bis es ihnen einer darauf hinweist. Der RWE. Wieder mal die Fahne hoch. Der Ball war bereits im Aus gewesen, wird hier gezeigt. Es gibt Einwurf für die Viktoria von der Mittellinie, rechte Seite. Ja, Lars Dietz hat jetzt die Sonne im Rücken. Spielt den Ball zu Simon Handle, der Einwurfmeister des heutigen Tages. Ich glaube, mehr Einwürfe hat heute gar keiner gebracht. Und vor allem auch nicht so weit. Allerdings könnte er den kurz machen. Naja, macht doch trotzdem lang. Wunderbar, wir haben eine sehr, sehr schöne Quote mit Daumen nach oben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Danke euch für euren Support. Und jetzt will Niklas Maimann seine Mannschaft supporten und läuft da bis zum 16er. Die Flanke auf Tiger Lobinger und der will klatschen lassen mit dem Kopf, aber da steht keiner. Der ist zu kurz für Venezi. Und der Ball ist auf der linken Seite bei RWE, allerdings direkt wieder im Aus. Und da hat Lobinger einmal Platz in der Luft. Der wird die ganze Zeit hier gedoppelt von Kraulich und Schulz und hast du nicht gesehen. Einmal steigt er am Fünfer hoch und hat wirklich Platz. Und dann denkt er sich, ach, den lege ich jetzt ganz geschickt ab und dann steht da keiner im Rückraum. Die Viktoria hat mittlerweile den Ball wieder eingeworfen über niemand geringeren als Simon Handle. Ball kommt an Lofolomo. Einfacher Spielaufbau hier bei der Viktoria. Sticker verspringt mal wieder einen Ball, aber es bleibt ohne, dass das ihm auf die Füße fällt. Lofolomo jetzt am Ball. Lofolomo. Doppelpass mit Sticker ohne Raumgewinn. RWE wirkt etwas träge gerade beim Anlaufen. Ball kommt jetzt auf die rechte Seite zu Vrenesi. Vrenesi muss abdrehen, spielt er zurück auf Dietz. Dietz lässt den Ball gut laufen zu Dudu, der lässt weiterlaufen zu Gregor und der gibt auf Mai. Mai hat ordentlich viel Platz. Eichberger kommt angerannt, kommt aber zu spät. Henning kann ein bisschen Kraft aufnehmen.
Bisschen Geschwindigkeit. Gibt auf Sticker. Der steht im Anstoßkreis und hat Platz. Ja, spielt einen schönen weiten linken Ball auf Elmala. Fahne bleibt unten. Flanke kommt von Elmala rein. Golz macht sich lang. Und begräbt diesen Ball unter sich, noch bevor Tiger Lobinger da an den Start kommen kann. Jetzt sehen wir zwei Viktorianer direkt am 16er. Henning und Lobinger sind es. Lobinger läuft ja jetzt auch mal nach vorne, wo Golz den Ball auf dem Boden legt. Allerdings spielen RWE das über die linke Seite kraulig mit einem langen Ball in Richtung Windsheimer. Hat da keine Chance gegen Greger, lässt er sich fallen, allerdings kein Foul. Das ist einfach nur Drittliga-Härte. Das hat nichts mit einem Foul zu tun, auch wenn Heft sehr, sehr kleinig ist. Aber da gibt es wirklich keinen Grund, das zu pfeifen. Spiel läuft weiter. Dudu im eigenen Kasten auf Jona Sticker. Und dann ein wunderbarer Chipball auf die rechte Seite. Albion Venenesi. Ja. Und der kann jetzt mal Tempo aufnehmen. Läuft jetzt in die gegnerische Hälfte. Dann nimmt er den Ball nicht so richtig mit. Findet aber Sticker wieder im Zentrum. Und so kann Viktoria verlagern auf die linke Seite. Nein, er macht es kurz auf Henning. Und dem verspringt dann wieder an der Ball. Brumme, aber auch der mit keinem guten Zuspiel. Sticker ist direkt wieder da. Viktoria mit dem Ballgewinn. Handle spielt zurück auf Lars Dietz. Jetzt erstmal Kontrolle im eigenen Spielaufbau. Chris Greger bekommt den Ball auf der linken Seite und sieht jetzt Mai in der gegnerischen Hälfte. Der auf Brian Henning. Henning läuft ein bisschen in Richtung Mittellinie und spielt da den Ball jetzt auch hin zu Lofolome. Er steht genau auf der Mittellinie. Der spielt da vorne zu Jona Sticker und der wieder mit der Verlagerung auf die linke Seite. Seid einmal an der 16-Meter-Kante im Duell mit Eitschberger. Läuft er ins Zentrum, legt ab für Jona Sticker. Nimm dir der Herziger. Und den nimmt er, den Freistoß. Den nimmt er und das ist eine wunderbare Position. Oh, da gibt es sogar noch eine Karte hinterher. Ja, gelb. Ah, genau, gelb für Kapados. Ja. Und der Freistoß knapp, vielleicht, wenn es 20 Meter sind, sind es viel. 19 Meter würde ich sagen, sehr zentrale Position, so ein bisschen links. Also für einen Rechtsfuß wirklich perfekt. Ach, ich bin ja wirklich kein Nostalgiker, aber das wäre jetzt wirklich ein Mike Wunderlich Freistoß. Ich hatte Marcel Risse gerade im Kopf. Ach ja. Also, wenn wir eine von den beiden hätten, dann könnten wir uns auf den Torschreicher vorbereiten. Aber wir haben mit Albion Venenesi einen, das sieht man im Training immer mal wieder. Der kann das auch. Also der hat ein ziemlich feines Füßchen. Steht da jetzt mit Enrique Lofolomo. Sie wären beide Rechtsfüße für diesen Ball. Also Niklas Mai steht dann auch noch mit dabei. Allerdings der jetzt gerade eher so im Dialog mit Chris Greger. Das sieht mir sehr nach Venenesi aus. Der hat da auch die Hände eingestützt, während der Schiedsrichter da gerade noch die Linie zieht. 6-Mann-Mauer bei RWE. Keiner liegt auf dem Boden. Interessant. Und Said Elmala und Brian Henning, die stellen die Mauer davor. Also um den Gegner zu irritieren. Sieht sehr nach Venenesi aus. Wir sehen jetzt Niklas Mai auf der linken Seite, der eine Breite anbietet. Jeder RWE-Spieler im oder am 16er. Sehr interessant. So, da lauert keiner auf den Konter. Und jetzt ist der Ball freigegeben. Venenesi läuft an. Venenesi über die Mauer und Golz ist da und klärt den ins Tor aus. Ecke für Viktoria. Sehr, sehr gute Chance. Erste gute Chance hier in der zweiten Halbzeit. Nach 52,5 gespielten Minuten. Ecke kommt von Henning oder von Mai. Aber ja, nicht von Henning Mai. Stark, stark. Nee, von einem von den beiden. Die können sich gerade anscheinend noch nicht so richtig absprechen. Lassen sich sehr viel Zeit beim Hinlegen des Balls. Stehen da zu zweit. Mai geht jetzt ein paar Schritte zurück. Was wird wohl deren Idee sein? Jetzt bewegt sich Henning weg von der Eckfahne. Mai bringt den Ball, kommt am ersten Pfosten runter. Schulz kann erstmal wegköpfen. Aber die Viktoria behält den Ball, und zwar in Form von Brenesi. Brenesi bleibt erstmal hängen an Berisha. Behält den Ball und zieht damit ins Zentrum. Noch 25 Meter entfernt. Zieht einfach mal ab. Ja, geht aber. Geht aber, ich würde mal sagen, in den zweiten Stock. Ja, da war wahrscheinlich mehr drin. Er geht da in Richtung unserer Fans, die froh sein können, dass sie da ein Netz vor sich haben. Sonst hätten sie da schon zwei, drei Mal einen Ball fangen können. Und Christian und Daniel, liebe Grüße da einmal rüber in den Block. Unsere beiden Radiokollegen kommen so nicht in die Nähe des Balles. Allerdings sehen sie sehr, sehr viel vom Spiel, weil Viktoria sehr offensiv heute spielt und jetzt auch den Ball wiederholt. Lars Dietz im Zentrum mit dem hohen Ball in Richtung Brian Henning und dem Kopfball-Duell mit Schulz. Da brauche ich euch gar nicht sagen, wie das ausgegangen ist. RWE im Ballbesitz. Windsheimer, der legt ab für Berisha, aber da ist Lofolomo, holt den Ball zurück und jetzt Venenesi erstmal zurück auf Simon Handle. Ruhiger Spielaufbau bei Viktoria. Und jetzt über die linke Seite. Niklas Mai steht noch in der eigenen Hälfte, gibt zurück auf Chris Greger, weil RWE sehr, sehr hoch steht. Versucht da Viktoria gar nicht über die erste Linie kommen zu lassen, aber Lofolomo mit dem schönen langen Ball in Richtung Seite Elmala. Letztlich gegen Eitschberger durch, hat den Ball Elmala mit dem Volley, aber der wird erstmal abgeblockt in Richtung rechte Seite. Geht nicht ins Tor aus, weil Simon Hante da ist. Jetzt die Flankenmöglichkeit für Simon Hante. Geht ins 1 gegen 1, legt sich dann auf den linken Fuß. Simon Hante mit der schönen Flanke rausgeköpft von Schulz und dann ist Niklas Mai da am 16er. Immer noch Niklas Mai, da wird es abgepfiffen. Weiß nicht, ob es wieder Handspiel war. Keine Ahnung. Ganz aber den Pfeifer. Also. Ahmed Arslan legt sich den Ball gefühlt jetzt 24,5 Meter zu weit woanders hin, als wo das eigentlich der Schiedsrichter gesagt hätte.
Ja, wird nochmal abgepfiffen. Jetzt wird der Ball ins Spiel gebracht von Michael Schulz. Der gibt zurück an Golz, der wird direkt angelaufen. Deswegen spielt er den weiten Ball auf die linke Seite, fast zur Mittellinie. Aber nur die Viktoria. Bisher finde ich mit der besten Phase bisher. Ah, okay. Brenesi hat beim Abspielen des Balls den Ball nicht mehr getroffen, sondern nur sein Gegenüber. Ich glaube, das ist Kapados. Kapados steht. Wer ist das? Das ist Aslan. Aslan, ja. Ich dachte gerade auch Kapados, weil ich die 8 mit der 6 vertauscht habe. Aber ja, das ist Aslan. Jetzt kommt da auch direkt der Physio aufs Feld. Sieht nicht gut aus, der Aslan. Dafür sieht der Physio ganz schön breit aus. Oh ja. Oh, sieht wirklich nicht gut aus bei Aslan. Nee, der dreht sich jetzt einmal zur Seite. Das ist immer kein gutes Zeichen. Oh, oh. Und Dabrowski zeigt, ja, ich glaube, da holt er sich schon einen dazu. Beziehungsweise die Co-Trainer, die sind sich da gerade schon am Besprechen, was man da machen kann. Wir sind jetzt kein RWE-Spieler, der jetzt direkt hier rüberkommen würde. Gucken wir da nach links. Nee, die Leute. Machen sich alle intensiv warm, aber es ist jetzt keiner, der schon im Bereich steht. Ne? Eichberger ist eh schon auf dem Feld, der ist da mit Dabrowski noch im Gespräch. Da geht jetzt auch Golz mit zu Arslan. Wir können ja an der Stelle nochmal kurz auf die Bank von Viktoria Köln gucken. Wir können euch ja mal sagen, wer noch reinkommen könnte. Denn wir haben Kevin Roth wäre fürs Tor da, Quabe Schulz und Kevin Pütlik für die Defensive, Flo Engelhardt für die 6, genauso wie Moritz Fritz, Patrick Hohenkewitsch für die rechte Außenbahn, Tommy Idel, Serhat Semigüler und Malek Elmala für die Offensive. Das sind die Optionen, die Olaf Janssen hier hat nach 56 Minuten, aber noch kein Wechsel, auch noch keiner, der jetzt gerade kommen würde. Und ich sehe auch gerade keinen tatsächlich bei uns auf dem Feld, wo ich sagen würde, der ist jetzt fällig irgendwie für einen Wechsel. Also bisher finde ich, also wirkt das sehr, sehr gut. Es ist ja natürlich klar, wir brauchen Güler auf dem Platz irgendwann in der zweiten Hälfte. Wenn der von der Bank kommt, dann trifft er eigentlich immer. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Wen nimmst du dafür raus? Der Lobinger, der macht genau ein super Spiel. Der Henning, boah, der ist überall zu finden. Ball ist mittlerweile wieder im Spiel. Auch Aslan will erstmal weitermachen. Aber noch steht er neben dem Spielfeld. Jetzt darf er wieder einsteigen. So, Winzheimer hat sich mal eine Kugel besorgt. Oh! Und trifft niemanden außer Greger im Bauch. Beide setzen zur Grätsche an. Und Winzheimer tut so, als wäre das total unbescholten, was er da getan hat. Dabei hat er, also ich meine, der Greger, ne? Der ist, lass mich nicht lügen, der ist 1,93 Meter. Wenn der nach seiner Grätsche so wegfliegt, dann ist was passiert. Dann wurde der getroffen. Also nie der Klassenbeste. Aber ich sag dir, Alter, da muss einiges an Kraft reingewirkt haben. Und so stark ist der Windzug hier nicht heute. Nee. Also das hatten wir woanders schon ein bisschen stärker. Ja. Allerdings läuft der Ball auch schon wieder im Spiel Lofolomo auf Greger. Und das ist das Wichtigste. Er steht, hat den Ball auf dem linken Fuß. Und jetzt ein langer Ball in Richtung Tiger Lobinger. Der wieder gegen Kraulich. Der Ball fliegt durch. Eichberger im Duell mit Brian Henning. Aber Eichberger ist als erstes am Ball und spielt ihn rüber zu Lukas Brumme. So kann Viktoria nicht gefährlich werden. Langer Ball von Brumme landet auf dem Kopf von Lars Dietz, der sehr viel abschirmt. Heute findet Vrenesi, lässt klatschen für Simon Handel und der schickt jetzt wieder Henning in die Tiefe, allerdings viel zu tief dieser Ball, ins Tor aus und damit Abschluss für RWE, die gleich doppelt wechseln werden. Wir sehen da jetzt auch schon jemanden mit der Tafel. Ja, wollen sie jetzt wechseln oder lassen sie sich die Zeit? Das ist jetzt gerade die große Frage. Dabrowski will, glaube ich, jetzt wechseln. Slavo Freier. Aha. Kommt, ja, der es wird, bringt einen Innenverteidiger. Ja, das, also Rios Alonso und Vonic. Das finde ich sehr interessant. Und ja, das wären ja genau die zwei, die heute mal von am Beginn an durften. Und zwar Dion Briescher und Tobias Kraulich. Ramin Zaffi geht raus. Ach was. Es ist gar nicht Kraulich. Also es wird, ich kann mir vorstellen, Rios Alonso auf die 6 und Müsel nach vorne. Ach ja, natürlich, das könnte natürlich auch sein. Aber dann sagt es doch nochmal deutlich unseren Zuhörern. Also, Vonic kommt jetzt in die Partie für Ramin Safi und auch Dion Berisha musste raus. Dafür kommt Rios Alonso in die Partie. Da ist jetzt natürlich die Frage, geht RWE auf eine Dreierkette oder geht Rios Alonso auf die Sechserposition und Müsel ein nach vorne? Also das ist alles grundsätzlich möglich. Allerdings reiht er sich gerade rechts neben Michael Schulz ein. Rios Alonso, also schauen wir mal, wie RWE das gleich taktisch lösen möchte. Aber sehr interessant, beide Flügelspieler rauszunehmen. Ja. Beide auch, finde ich, kein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber auch keinen Flügelspieler dafür zu bringen. Jetzt ist der Ball von Golz. Landet bei Niklas May und deckt mit keinem guten Ball. Müsel kann sich im Zentrum den Ball erobern. Ist jetzt im Duell mit Sticker. Läuft jetzt über die rechte Seite. Bringt ihn in den Rückraum. Und da will Aslan schießt, aber da nimmt ihm der eigene Mann den Ball weg. Und da kann Simon Hante erstmal klären in die Füße von Kraulich. In einem Duell mit Lobinger, der ist da giftig. Und dann geht Kraulich zu Boden und kriegt den Einwurf. Sehr interessant. Hier in der 60. Spielminute Viktoria noch ohne Wechsel. Wir sehen auch Franz Wunderlich, der da gerade mit Olaf Janssen nochmal redet. Wie sieht Franz Wunderlich aus? Ich finde, Franz Wunderlich ist immer so mein Spielbarometer. Man sieht ihm an, dass wir nicht führen. Alles klar.
Das ist alles, was ich wissen muss. Oh, während hier Gregor gelegt wird, aber RWE heißt weiter. Wird weitergespielt. Ball geht nicht ins Tor. Das war die Riesengelegenheit. Aber wie konnte das überhaupt passieren? Gregor hat eigentlich den Ball schon an der eigenen Strafraumkante. Wird dann von hinten zu Fall gebracht. Und der Schiedsrichter sagt, lass mal weiterspielen. Und dann... Boah, also in Zeiten... Also das war echt... Ich glaube, das war der Müsel. Müsel auch. Scheint jetzt ja die zweite Spitze zu sein, wenn ich es nicht falsch gesehen hätte. Ja, ich glaube, der ist im Halbraum hinter Windsheimer und Wund. Ich glaube, Windsheimer Wund die erste Linie und zweite Linie sieht mir jetzt ein bisschen aus mit Arsland und Müsel. Egal, der Abschlag kommt. Die Viktoria glücklich damit, dass es 0-0 steht. Und Lobinger kann den Ball weiterleiten an Mahler. Mahler ist im Strafraum, will den Ball nochmal reinspielen, wird geblockt und es gibt nur die Ecke. Ja, das war eine tolle Antwort direkt. Hier passieren Sachen. Wahnsinn. Vierte Schlag Ecke Schlag. Für die Viktoria. Es steht immer noch 0-0. Eine Stunde ist gespielt. Olaf Jansen jetzt nochmal. Ja, sagt Simon Handle hier ein paar Dinge. 8-2. Oder 3-5-2, ich weiß es nicht. Das könnte es auch sein. Naja, egal. Fach sind wir nicht darüber, gucken wir lieber. Albion Vrenesi hat sich hingestellt. Niklas May kommt jetzt auch noch zur Eckfahne hinzu. Dreht jetzt aber wieder ab. Somit Vrenesi alleine an der Eckfahne. Viele Viktorianer im Strafraum um den Elfmeterpunkt rum. Hereingabe kommt an den Elfmeterpunkt. Erstmal kann RWE das machen, aber zweiter Ball nochmal herein von Henning. Oh, geht an den Kopf von Lobinger, aber sein Kopfball dann aufs Tor zu schwach. Golz kann den Ball einfach aufnehmen mit den Händen, findet jetzt keine Anspielstation. Bringt jetzt den Ball erstmal zu Müsel. Müsel auf Schulz und dann auf die linke Seite zu Kraulich. Graulich bringt den Ball irgendwie zu Lukas Brumme. Brumme wird von Handle nicht angegangen und kann den Ball ins Zentrum spielen. Da ist Arslan. Arslan nimmt Tempo auf. Arslan nimmt zu viel Tempo auf und reißt dann den May um. Also wenn das keine gelbe Karte ist, meine Freunde, dann weiß ich auch nicht, was es eine wäre. Also das, wir sind hier noch im Fußball, nicht beim Ringen, auch wenn das gerade bei der Aktion ein bisschen anders aussah. Das ist ein reines taktisches Foul. So, da kommt Niklas eigentlich mit viel Tempo nach vorne. In meinen Augen, A ist das Ringen gelb und B ist taktisches Foul gelb. Also die kleinliche Linie, die hat Heft jetzt so ein bisschen schleifen lassen. Ja, ich würde eher sagen, also ich meine, klar hat man da öfters auch mal die Brille als Vereinsreporter. Aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, er pfeift mehr für RWE. So, der Ball ist wieder im Spiel. Viktoria spielt hinten rum. Ball kommt auf rechts zu Dietz, der schlägt jetzt den Ball hoch und weit. Wieder mal auf Lobingers Kopf. Der wird hart geschubst in der Luft, aber das Spiel geht trotzdem weiter. Arslan kann den Ball nicht behaupten, verliert ihn an Vrenesi. Der bringt ihn weiter an Handle. Der spielt zurück auf Vrenesi. Der läuft jetzt mal die Seitenlinie runter. Und wird gestoppt. Der Ball geht ins Aus. Es gibt Einwurf für die Viktoria. 35 Meter von der rechten Eckfahne entfernt. Eine Sache für Simon Handle. Unser Allrounder. Heute mal wieder eher im Abwehrverbund. Mit einem Einwurf an die 16er-Kante. Kommt nicht an. Zweiter Ball landet bei der Viktoria. Somit kommt Lobinger an den Ball. Der bringt den auf Henning. Henning wird gefoult. Und da muss man sich nicht aufregen. Oh, gibt es da noch einen Karton? Da gibt es auch noch den Karton. Da regt sich... Wer ist denn der Mann, der jetzt zurückgehalten werden muss? Boah, der muss auch ordentlich zurückgehalten werden. Weil er noch mehr sagen möchte. Guck dir das mal an. Rios Alonso ist es. Ja. Ah, der neue Mann. Und ich glaube, der hat das Gelb eher wegen Meckern gesehen als wegen des Fouls. Ja, auf jeden Fall. Und wegen den Beschwerden. Ja. Dabei muss man ehrlich sagen, er trifft den bereits hohen Fuß von Henning in einer hohen Position. Klar, nimmt es Henning gerne an. Der steht 20 Meter zentrale Position entfernt. Natürlich ist der so, hey, da ist der Kontakt, da lasse ich mich fallen. Aber ich möchte an der Stelle einmal den Schiedsrichter loben. Denn das Spiel war schnell und ging weiter und trotzdem hat der Schiri das gesehen. Weißt du, weil das Spiel ging direkt weiter. Viktoria hätte einen Angriff starten können. Und da finde ich es gut, dass auch in Zeiten, wo man den VAR jetzt nicht in dieser Liga hat, das dann zu pfeifen, das noch zu sehen und dann nicht direkt mit dem Ball praktisch die Augen zu haben, sondern dieses Foul auch wirklich noch zu geben. An der Stelle mal gute Aktion auch vom Schiedsrichter. Okay, ich bin da bei dir. Eigentlich sollte ich da auch eher Kontenance walten lassen und nicht gegen den Schiedsrichter wettern, nur weil der ein hartes Heft führt. Aber so sieht's aus. Zentrale Position, 18 Meter, leicht rechts. Und nicht Niklas gelesen. May und Lofolomo. Lofolomo schießt einfach mal voll in die Mauer. Ball kommt zurück, er schießt nochmal, landet wieder irgendwie bei anderen Spielern. Landet aber auch wieder bei der Viktoria. Jetzt auf der linken Seite, wird abseits. Aber abseits angekündigt. Somit gibt es Freistoß von der 16er Kante. Das wird Michael Schulz machen. 65. Spielminute, 0-0 hier.
Ball wird auf die rechte Seite gegeben zu Rios Alonso. Der spielt wieder in die Mitte, findet da Kraulich. Der hat jetzt viel Platz vor sich frei. Lobinger kommt da nicht gut hinterher. Sucht Müsel, findet ihn aber nicht. Und somit ist jetzt Simon Handel am Ball. Handel steckt direkt durch auf Renesi. Renesi zündet den Turbo, ist jetzt an der 16er Kante, dringt in die 16er ein. Kommt nicht vorbei an Kraulich. Ah, da war mehr drin gewesen. Jetzt vielleicht der Gegenzug von der RWE. Hier geht es echt Schlag auf Schlag. Ja, das ist Caparros. Bringt den Ball links auf Brumme. Brumme, kurz vor der Mittellinie. Nee, nimmt das Tempo raus, spielt zurück auf Caparros. Caparros überquert jetzt die Mittellinie. Da ist zu viel Platz im Zentrum. Da kommt Arslan an den Ball, kann sich echt meterweit bewegen, bevor auch nur irgendjemand rangeht. Sticker gibt ihm nur Geleitschutz, während er sich auf die rechte Seite jetzt bezieht. Dann wird einfach Eitschberger in Szene gesetzt. Aber die Hereingabe von ihm kann in erster Instanz geblockt werden. Ball trudelt Richtung Auslinie. Oh, und geht auch ins Aus. Es gibt Einwurf für die RWE von der rechten Eckfahne. Eine Sache für Julian Eitschberger, der gerade mit seiner Hereingabe echt Gefährliches geleistet hat. Der 20-Jährige, die Leihgabe von Hertha, der U20-Nationalspieler und der zweifache Meister in der A-Junioren-Bundesliga Nordost-Nord. Lässt sich jetzt hier viel Zeit, wartet, bis alle seine Mann in den Strafraum sind. Jetzt kommt die hohe, weite Hereingabe. Am ersten Pfosten kommt sie runter. Die Viktoria kann gemeinsam diesen Ball klären. Und er landet bei Kraulich und bei Arslan. Die stehen im Anstoßkreis und werden so angelaufen. Die müssen wieder zurückgeben zu Golz. Und der startet den neuen Angriff über die linke Seite. Das ist Tobias Kraulich. Unermüdlich heute die Nummer 33. Seine Hereingabe wird allerdings geblockt von Gregor. Direkt weitergeleitet an Brenesi. Der steckt durch an Lobinger. Da fehlte nicht viel. Aber Golz kann den Ball aufnehmen, spielt jetzt auf die rechte Seite. Rios Alonso spielt auf Ahmed Arslan. Arslan wird nicht angelaufen von Sticker, bringt den Ball auf Eitschberger. Eitschberger gegen Mahler. El Mahler blockt das in erster Instanz gut. Somit muss Eitschberger ins Zentrum geben. Ball wird dann nochmal verlängert. Kommt da an Müsel. Der kann den Ball nicht richtig behaupten, verliert ihn aber auch nicht wirklich. Gibt ihn zurück an Caparros. Caparros auf der rechten Seite. Einfach mal eine Flanke rein. Flanke kommt gut. Flanke an Freund und Feind vorbei. Und Flanke geht ins Tor aus. Es gibt Abschlag für die Viktoria. Die 67. Spielminute ist rum. Und Viktoria wird hier gleich doppelt wechseln. Simi Güler und Florian Engelhardt sind eben zur Bank gegangen. Wir sehen auch Hagen schon mit der Auswechseltafel. Da sind wir mal gespannt, wer da gleich rausgehen wird. Marian Wilhelm sitzt da mit beiden auf der Bank, gibt nochmal ein paar Instruktionen. Also gleich eben der Doppelwechsel. Aber das Spiel läuft schon wieder weiter. Verschieben wir den Wechsel auf die nächste Aktion. Dudu rechts rüber zu Lastitz in die Sonne, der mit einem Haken besser mit Wonitsch ausstehen. Immer noch Lastitz. Und da schickt der Wonitsch ihn wie ein Torero rum. Allerdings kann er den Ball gut nach vorne. Ich bin zu Lobinger. Jetzt der zweite Ball bei RWE. Und jetzt kommt RWE wieder gefährlich nach vorne. Müsel im Duell mit Lofolomo. Der läuft da durch bis in die letzte Linie. Bis zu Rios Alonso, der jetzt den Ball hat und rechts rüber spielt. Auf Julian Eitschberger. RWE ist in der Viktoria-Hälfte. Und das schon nahe des 16ers. Immer noch Rios Alonso. Aber Said El Mahler durch. Ja, zeigt auch, dass er es defensiv kann. Der macht das richtig gut hier, spielt den Ball dann nach vorne in Richtung Henning. Aber der verhungert auf dem Weg und jetzt Torben Müsel mit der Flanke ins Zentrum auf die Brust von Winzheimer. Und der lässt ihn einmal klatschen, Ball auf die linke Seite. Ahmed Arslan im Duell mit Vrenesi kommt zum Schuss. Gregor erstmal raus, zweiter Ball bei Vrenesi. Der will ihn nach vorne spielen, aber dann ist wieder ein RWE-Spieler da. Sie holen sich den Ball zurück und jetzt im Zentrum. Rios Alonso links rüber auf Arslan, 20 Meter vom Viktoria-Kasten. Ball auf dem linken Fuß und dann ist Dietz da dazwischen. Der Ball geht in Seiten aus, Einwurf für RWE. Oh, ich glaube, es wird Zeit, dass Lofolomo vom Platz kommt. Der scheint alle seine Körper verbrannt zu haben, kommt kaum noch hinterher bei Arslan. Die nächste Angriffswelle kommt von RWE über die linke Seite. Caparros geht vorbei an Brenesi. Lobinger ist mit der Fußspitze dran und Sticker kann den Ball gewinnen. Jetzt Henning. Oh, No-Look-Pass auf Lobinger. Lobinger. Ja, wird angegangen von zwei Mann, kann aber weiter weiter machen. Ist kurz vorm Strafraum. Geht den Strafraum ein. Und da hat nicht viel gefehlt. Da wählt er das kurze Eck, aber der Ball meint es etwas zu gut und geht am rechten Pfosten haarscharf vorbei. Gute Aktion. Also ich sag mal, Taiko Lobinger ja eigentlich alleine gegen vier RWE-Abwehrspieler. Ja. Brian Henning links aber komplett in Deckung schaffen. Der kommt, da kann der Ball niemals hinkommen. Da macht Taiko das schon sehr gut. Wäre cool, wenn er eine Ecke rausgeholt hätte. Aber so finde ich, hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Und der Wechsel noch nicht vollzogen. Aber ein Fehlpass bei RWE und somit ein Ballwechsel. Der Ball kommt zu Viktoria. Ein Einwurf jetzt, linke Seite, Niklas May. Ja, Brian Henning zeigt an, der ist da nicht zufrieden. El Mahler ist doch voll frei. Ja, und auch Tiger Lobinger wäre jetzt frei. Ja, aber was, jetzt alles nicht mehr. Er will Sticker, oder? Den 16er. Na, macht's kurz, jetzt auf El Mahler. Und das war, ja. Aber der Ball bleibt bei uns. Niklas May auf der linken Seite, dann kein Abseits von Zeit El Mahler gegen Julian Eitschberger.
legt ihn kurz auf Lofolomo, aber der kommt zu lang und jetzt RWE im Konter. Ahmed Arslan, 2 gegen 3. Lofolomo und Handel gehen da hinterher. Auf der rechten Seite Leonardo Vonić. Der Ball ist nicht mehr im Zentrum, sondern auf der rechten Seite neben dem 16er und die Flanke zum Glück nicht gut. Aber Brumme ist am zweiten Pfosten. Legt ihn nochmal ab ins Zentrum und dann ist Jonas Sticker da und klärt die Aktion in Seiten aus. Und eben habe ich einen Mann übersehen. Das ist Kevin Püttlik, der jetzt auch in die Partie kommt. Also Püttlik, drei. Engelhardt und Semi Güler hier in Minute, ja, es wird dann gleich die, ja, es ist die 70 und rausgehen. Zeit Elmala. Genauso wie Brian Henning. Und Albion Vrenesi. Oh, das musst du mir jetzt aber erklären. Da gehen ja schon wieder dann eigentlich zwei Offensive. Dafür kommt ein Offensiver, Püttlik und Engelhardt. Achso, Engelhardt kann ja auch zentrales Mittelfeld spielen. Genau, Engelhardt wird in die Zentrale gehen. Güler dann als zweite Spitze neben Lobinger. Ja. So, also Püttlik geht natürlich in die Innenverteidigung, das ist schon mal klar. Vrenesi raus, wahrscheinlich Handler einfach einen nach vorne. Ja, ich würde auch sagen. Und dann Dietz. Ja, wobei. Ist natürlich gut, wenn du mit Handler einen hast, der wie so ein Schweizer Taschenmesser einfach alles kann. Genau. Dann soll der einfach ins Mittelfeld gehen. Es liegt ihm, glaube ich, sowieso mehr. So, Ball ist wieder im Spiel. Ist in der Abwehr bei RWE. Kraulich wird angelaufen von Sticker. Muss sich mit einem weiten Ball behelfen. Den bringt Dietz ins Aus. Es gibt Einwurf in der Hälfte von Viktoria für den RWE. Wird schnell gemacht. Ball kommt an Müsel. Müsel mit einem Seitenwechsel auf Eitschberger. Eitschberger interpretiert seine Rolle jetzt immer offensiver. Bringt den Ball rechts zu Rios Alonso. Der spielt in den Rückraum. Da ist Müsel. Aber der ist ja sowas von alleine. Seine Hereingabe ist allerdings nicht gut. Kann von der Viktoria direkt rausgeklärt werden. Aber der Gürtel wird von RWE immer enger gezogen. Es ist jetzt auf der linken Seite Brumme. Seine Hereingabe geht aber an Freund und Feind vorbei und geht nicht ins Tor aus. Es gibt Einwurf von der linken Eckfahne von Viktoria Köln. Niklas May wird das machen. So, da lässt er sich viel Zeit, bis seine Leute in Reichweite sind. Bringt jetzt den weiten Ball Richtung Lobinger, kommt aber nicht zu Lobinger. Aber RWE kann auch wieder gestoppt werden. Und da sage ich das, da verlieren wir wieder den Ball. Und jetzt kommt er wirklich Chris und Krieger da ist jetzt vorne. Und jetzt okay. Simon Handel im Mittelkreis. 3 gegen 3. Jetzt kommen viele RWE-Spieler zu. Immer noch Simon Handel ist jetzt 20 Meter vor dem Tor. Simon Handel mit dem Schuss und der ist drin. 1:0 Simon Handel zum 1:0 in der 73. Spielminute und RWE regt sich hier auf, denn da lag ein RWE-Spieler am Boden und der Schiedsrichter lässt das hier weiterlaufen, hat seine kurze Leine mal kurz losgelassen und Viktoria geht hier in Front dank Simon Handler. Ein super Solo durchs Zentrum und dann visiert er da die kurze Ecke an und trifft die kurze Ecke und da jubeln unsere Jungs mit unseren mitgereisten Fans hier an der Hafenstraße. Unglaublich. 73. Spielminute. Simon Handler gewinnt in einem Zweikampf. Da ging es echt auf Biegen und Brechen in diesem Zweikampf. Und jetzt natürlich, ihr hört es im Hintergrund, da gehen natürlich jetzt die Emotionen hoch. Dabrowski, der Trainer von RWE, holt sich den gelben Karton ab. Aber das war natürlich jetzt auch eine Entscheidung auf Messers Schneide. Brumme im Zweikampf mit Handle geht zu Boden und sieht sofort verletzt aus. Liegt immer noch auf dem Boden, kommt jetzt erst wieder auf die Knie. Und daraufhin entwickelt sich dieser Angriff durch den Ballgewinn von Simon Handle, dass Handle durchlaufen kann quasi, hat Anspielstation, entscheidet sich im Endeffekt, es selbst zu machen, nicht mit viel Power, sondern eher mit einem überlegten Ball ins rechte untere Eck. Und da macht Jakob Golz all seine 1,87 Meter lang, aber im Endeffekt nutzt es nichts. 1:0 steht es hier nach 73 Spielminuten. Mittlerweile ist die 74. Spielminute rum. So lange war jetzt die Unterbrechung. Aber 1:0 steht es für Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Essen. Oder besser gesagt 0:1. Denn das ist nicht die vierte
Das ist nicht der vierte Heimsieg in Folge. Das könnte endlich mal wieder ein Auswärtssieg sein für unsere Jungs. Aber noch ist mehr als eine Viertelstunde regulär zu gehen. Und eins sage ich euch, die RWE, die wird jetzt richtig angefixt sein. Kommt jetzt über die linke Seite. Das ist Ahmed Arslan. Verliert hier den Ball gegen zwei Mann, gegen Sticker. Unten noch ein Sticker. Nimmt sich direkt ein Herz, spielt Vrenesi im Sturmzentrum an. Der gegen Kraulich. Kraulich kommt zu Fall, Kraulich kriegt das Foul. Vrenesi will noch ein bisschen diskutieren mit dem Unparteiischen, hat sich aber dieses Mal gekonnt den Linienrichter ausgesucht, sodass er nicht direkt mit einer gelben Karte belegt werden kann, sollte er da ein falsches Wort benutzen. Der Kosovare ist sicher gut im Deutschen, aber spricht ja auch schiedsrichterisch, das ist hier die Frage. Kraulich bringt mittlerweile den Ball wieder ins Spiel, findet Brumme. Brumme kann anscheinend weitermachen, sieht nicht so aus, als ob er sich da hart verletzt hätte. Bringt den Ball zurück in die eigene Abwehrreihe. Michael Schulz, jetzt erheben sich die Essener Fans, sie werden ja nochmal angefeuert, die Mannschaft, und kommt jetzt über die rechte Seite. Das ist Eichberger, fühlt mal ein bisschen in den Rücken, ist jetzt 30 Meter vor dem Viktoriakasten, bricht die Flanke rein und erstmal rausgeköpft von Chris Greger, der seine Rübe hier das nächste Mal hinhält. Ja, dann wird Handler ordentlich geschoben von Brumme im Kopfballduell. Ist eigentlich auch ein Foul, aber wahrscheinlich war es eher so eine Art Revanche. Brumme jetzt gegen Handle. Brumme gegen Handle. Der probiert die Flanke reinzubringen. Auf Teufel komm raus. Aber sie, als sie dann endlich kommt, geht sie nur in die Arme von Dudu. Und unser brasilianischer Torhüter, der nimmt die Pille auf. Tänzelt so ein bisschen am Elfmeterpunkt rum, wie so ein Breakdancer, kurz bevor er auf den Boden geht. Lässt den Ball jetzt fallen und haut die Pille einfach nur Richtung Tiger Lobinger ins Sturmzentrum. Dieses Mal verliert er allerdings den Kopfball. Der Ball kann von RWE aufgenommen werden im Anschlusskreis. Kaparos bringt den Ball jetzt auf links. Brumme. Bringt den Ball wieder auf Kaparos. Ja, wieder auf Brumme. Stehen da links wenige Meter vom Anschlusskreis entfernt. Bringen jetzt zurück in den eigenen Abwehrverbund auf Arslan. Arslan ja. Will den Steckpass machen. Der geht direkt an Lofolomo. Lofolomo hat alle Zeit der Welt. Überlegt sich einfach selber durchzugehen. Geht an Arslan vorbei und stolpert dann über den Ball und verliert die Pille. Jetzt hat Brumme den Ball auf der linken Seite. Ah, der hat viel zu viel Platz. Der kann sich aussuchen, wo er hinspielt. Und dann spielt er auf Winsheimer. Und Winsheimer hat wirklich einen Rabentag. Erwischt die Nummer 25 von RWE mit einem einfachen Pass, den er nicht annehmen kann. Lässt er durchlaufen, geht ins Seiten aus. Ein Einwurf, ich glaube, der 55. für Simon Handler an diesem sonnigen Nachmittag. Wahnsinn, was du heute hier alles mitzählst. Die Ecken, die Einwürfe. Wahnsinn. Und der kommt sogar an auf Tiger Lobinger. Der sieht auf rechts jetzt Simi Güler und der wieder zurück zu Simon Handler. Und da war der Ball schon im Außen. Da gibt es Einwurf. Allerdings ist es nicht die 56 für Simon Handler, denn es war ein Viktorianer zuletzt am Ball. Und damit jetzt RWE. Mit dem Einwurf Kraulich direkt zurück auf Golz. Golz wieder zu Kraulich. Der sieht auf rechts jetzt Helios Alonso, der jetzt relativ klar in der Dreierkette ist. Gibt zurück auf Golz. Wieder auf Kraulich. Da kein Raumgewinn für RWE. Da läuft Viktoria auch sehr, sehr gut an. Auch mit Semi Güler da vorne. Na, der ist jetzt natürlich heiß, ne? Ja, jetzt Michael Schulz macht da ein paar Meter nach vorne. Ja, kommt auch vorbei. Aber Lobinger ist dann da. Engelhardt und jetzt wieder der Konter. Semi Güler und auf links wäre Lobinger frei. Und den findet er auch. Immer noch Tiger Lobinger zieht ins Zentrum. Marias Alonso ist da. Und RWE kann die Situation klären, auch noch bevor Semi Güler mit dazu kommt. Jetzt die Kontermöglichkeit für RWE und Kraulich. Und da sind die Fans hier sauer, denn sie wollen, dass das hier viel schneller geht. Aber auf der rechten Seite findet er Kaparos, der auf Eichberger. Das Tempo ist ein wenig raus, aber RWE setzt sich jetzt so ein bisschen in der Viktoria-Hälfte fest. Julian Eichberger, immer noch Eichberger, zieht ins Zentrum, legt links rüber. Auf Lukas Brumme wird da nicht angegangen. Jonas Sticker steht da, will das Duell. Aber Brumme zieht ins Zentrum und dann ist Dietz da und kann den Ball erstmal aus dem 16er rausklären. Einwurf für die Gastgeber in Minute 78. Noch 12 Minuten plus X und Viktoria steht hier gerade bei den nächsten drei Punkten. Und Florian Engelhardt sorgt auch dafür, dass RWE da nicht wieder ins Zentrum kommt, denn da schießt er den Ball einfach mal in die LED-Bande zum nächsten Einwurf. So, Ball geht an Kraulich am Anschlusskreis. Ja, gibt weiter noch zu Schulz. Schulz probiert einen Steckpass, aber hey, also irgendwie das defensive Mittelfeld von RWE schläft auf jeden Fall. Schon wieder kann die Viktoria einfach den Ball abluchsen. Wow! Okay. Und Lofolomo wird von Winsheimer aber sowas von gelegt. Und der Schiedsrichter sagt einfach nur, mit Contenance, Manuel, Contenance. Aber Winsheimer regt sich auf, als wäre er der Gefaulte hier. Für Lofolomo ist es allerdings hart. Der ist hier am Boden, unparteiische Heft, geht zu ihm, fragt ihn, kannst du weitermachen? Lofolomo sagt, ja, anscheinend, denn er kann weitermachen. Bewegt sich jetzt auch in Richtung Manuel Winsheimer. Klatschen die beiden sich ab? Nein, sie klatschen sich nicht ab. Dietz im Übrigen steht hier am Freistoß und führt diesen aus, schießt diesen einfach lang und weit. Lobinger will wieder seine Birne reinhalten, kommt gar nicht erst dazu. RWE
bringt den Ball und kriegt den Ball und schafft es sogar, ihn vor dem Aus zu retten. Jetzt ist Arslan auf der linken Seite, noch in der Hälfte von RWE, bringt den Ball an Kaparos. Kaparos kommt mit ein bisschen Geschwindigkeit, sucht eine Anspielstation, sucht Müsel, findet den aber nicht so richtig. Nochmal Kaparos auf die rechte Seite zu Rios Alonso. Rios Alonso, wird nicht angelaufen von Engelhardt, steckt durch auf Eitschberger. Eitschberger jetzt gegen Mai, geht vorbei an ihm. Gibt wieder auf Müsel. Müsel gegen zwei Mann. Kommt da nicht richtig durch. Gibt zurück auf Eitschberger. Der findet Rios Alonso. Der kann frei reinflanken. Aber die Viktoria köpft direkt raus. Kann den zweiten Ball auch behaupten. Oh! Und der tat auch richtig weh. Da gehen zwei Leute hoch zum hohen Ball. Beide mit den Füßen. Lobinger ist zuerst dran. Es gibt nur einen Gewinner. Aber der zweite ist ein RWE-Spieler. Und das ist Michael Schulz. Und der haut den Lobinger in der Luft. Aber sowas von einer rein. 80. Spielminute, der nächste gelbe Karton, diesmal für den Kapitän von RWE, Michael Schulz. Und ob bei seiner Mannschaft wird jetzt nochmal gewechselt ist, kommt Tom Mustier in diese Partie und raus geht im Zentrum Jimmy Adrian Kaparos. Ja, damit ist der gelb verwarnte Kaparos vom Feld. Das ist ein sinnesgemäßer Wechsel. Mustier, wie der Name es schon vermuten lässt, ist ein Franzose. Hat erst 28 Minuten in dieser Drittligasaison gespielt und zwar bei der Partie gegen Borussia Dortmund, die ja 3:1 gewonnen werden konnte. Aber was erzähle ich euch das? Moustier ist jetzt gerade zum ersten Mal am Ball, treibt den auf die rechte Seite zu Eitschberger. Eitschberger kann sich nicht behaupten, wird vom Pütlik abgegrätscht, aber der Einwurf ist schon wieder schnell ausgeführt. Moustier nochmal zurück zu Eitschberger, der hat mal richtig Platz. Flanke ist gut am zweiten Pfosten, kann in erster Instanz rausgeköpft werden. Auch der zweite Ball gehört der Viktoria. Und somit kommt Kraulich erst wieder an die Pille für den RWE am Anstoßkreis. Und selbst dann läuft Güler noch so heftig an, dass sie ihn zurückgeben müssen zu Golz. Die Viktoria gibt hier alles in diesen letzten Minuten im Spiel hier in der Hafen, im Stadion an der Hafenstraße. 82. Spielminute. Und es ist Kraulich auf der linken Seite. Spielt auf Brumme. Brumme zurück in die Innenverteidigung zu Schulz. Seitenwechsel auf die rechte Seite. Rios Alonso lässt Moustier jetzt einfach mal sprinten zur Eckfahne. Kommt er noch an den Ball? Nein. Einen halben Meter zu langsam. Pütlik wäre aber auch direkt im Rückraum gewesen, um ihn diesen Ball streitig zu machen. Der neue Mann, 22 Jahre jung, gefällt mir gut. Tom Moustier bringt etwas Feuer zurück in die Partie, die RWE vorne etwas gefehlt hat. Nun ist es Chris Greger. Ein weiter Abschlag macht er. Aber da ist niemand, wo der Ball ankommt. Sofort kann RWE den im Kurzpassspiel zu einem neuen Angriff fabrizieren. Auf der rechten Seite ist es Eitschberger. Ja, seine Hereingabe wird abgefälscht. Dudu kann den Ball allerdings aufnehmen. Allerdings ist es Handspiel davor gewesen von Niklas Mai. Somit wird von da, wo Moustier die Hereingabe gemacht hat, das ist rechte Position, ungefähr 30 Meter Entfernung, gibt es Freistoß. Und jetzt bringt die Viktoria einen Mann rein, der für solche Situationen gemacht wurde. Es kommt der Kaktus, der Mann mit super viel Drittliga-Erfahrung, Moritz Fritz. Unsere Nummer 23 kommt hier aufs Feld. Frage ist nur, für wen? Für Lofo, so wie es aussieht. Ne? Lofo geht jetzt hier raus. Hat ein aufreibendes Spiel gemacht und somit kommt Moritz Fritz zu seinem 156. Drittligaspiel für Enrico Lofolomo und muss hier jetzt irgendwie noch diese 8 Minuten, 7 Minuten Spielzeit plus Nachspielzeit rumkriegen. Viktoria führt 1:0. Ahmed Arslan bringt die Hereingabe, die ist gefährlich. Die senkt sich erst spät unter die Latte. Ging Richtung Dreiangel im langen Eck. Aber Dudu kann diesen Ball runterpflücken. Macht jetzt einen Einwurf zu Dietz. Der gibt weiter an Handle. Handle täuscht an, dass er zurückspielt. Geht dann doch lieber nochmal 30 Meter nach vorne. Sucht Güler und Güler kriegt irgendwie diesen Ball. Aber dann wird er ihm doch abgenommen. Und so ist wieder Moustier, der überall zu finden ist. Der spielt auf rechts zu Eitschberger. Eitschberger fackelt nicht lange, gibt dann Winsheimer. Winsheimer steckt durch zu Arslan. Arslan gegen zwei. Arslan kommt zum Abschluss. Arslan, Tor! Und das Stadion in der Hafenstraße flippt aus. Spielminute. Arslan geht mit zwei unserer Spieler Skifahren und damit meine ich, die beiden Jungs, die waren eher wie Slalomstangen und da müssen sie sich eigentlich auch nicht wirklich schämen für. Das ist die Stärke von Ahmed Arslan, die er so selten ausspielt in den letzten Spieltagen, aber
Hier heute in der 84. Minute zeigt er uns, dass er es immer noch kann. 1:1 der Spielstand. Und Viktoria wechselt jetzt nochmal. Malek Elmala kommt in diese Partie. Und raus geht Tiger Lobinger. Auch das ist positionsgetreu. Oh Mann. Ja, da haben wir uns alle schon mit lächelnden Punkten, lächelnden 3 Punkten auf der Rückfahrt gesehen. Aber sie machen es uns nicht leicht. Lexheimer-Lohinger jetzt vom Feld, Malek Almala eingewechselt. Noch ist die Messe hier nicht gelesen. Noch sind hier 5 Minuten plus X zu gehen. Die Viktoria bereits Anschluss ausgeführt, Ball jetzt auf der rechten Seite bei Lastiz. Jetzt laufen sie auf einmal wieder an, allen voran Ahmed Aslan. Ball wird auf Dudu gespielt, Dudu haut die Pille einfach mal raus. Aber direkt holt RWE Anlauf für einen neuen Angriff. Ball kommt auf die rechte Seite zu Eichberger, der fällt hin. Und es gibt das Foul. Es gibt das Foul. Und es gibt auch den gelben Karton für weitergespielt, glaube ich. Bisschen kleinlich ab und zu. Hier in der 86. Spielminute holt sich Niklas May den gelben Karton ab. Und somit gibt es jetzt aus wirklich schöner Position einen Freistoß. Und zwar halbrechte Position, 25 Meter vom Tor entfernt. Ah, vielleicht eher 22 Meter. Da stehen jetzt viele RWE-Spieler. Da hat man jetzt viel. Auf einmal hat jeder Lust. Jeder möchte hier das Führungstor schießen. Aber noch steht es 1:1. Mal gucken. Brummer hat sich hier hingestellt. Aslan hat sich hier hingestellt. Und auch Torben Müsel ist hier noch am Start. Die 86. Spielminute ist jetzt rum. Schiedsrichter hat noch nicht angepfiffen. Jetzt kommt der Pfiff. Wer wird das machen? Aslan oder Brumme? Aslan macht es. Ball ist super. Und Dudu. Dudu kriegt den Ball. Auch den zweiten. Das gibt es doch nicht. Die Hereingabe von Aslan auf den Langpfosten, auf den Fünfer. Die war perfekt. Viktoria wie in Schockstarre. Sieht nur RWE-Spieler. Einer davon geht hoch, bringt den Ball, aber dann nur zentral auf Dudu. Der kann den Ball in erster Instanz einfach nach oben bringen. So fliegt er nochmal und als er dann wieder runterkommt, springt ihm einer einfach auf die Schulter. Deswegen gibt es jetzt Freistoß für die Viktoria. Dudu scheint sich ein bisschen verletzt zu haben. Und wer sollte es anderes gewesen sein als Manuel Winsheimer, der ihm da reinspringt. Der Mann, der heute eigentlich nur überzeugt, indem er Leuten wehtut. Obwohl, er hat im Vorzug, ich glaube auch mit der Hacke Ahmed Aslan bedient, bevor dieser das 1:1 gemacht hat. Somit nicht ganz vermaledeiter Tag für Manuel Winsheimer. Währenddessen muss Dudu sich kurz hinlegen. Es kann aber weitergehen für unsere Nummer 1. Mittlerweile 88. Spielminute. Wird das erste Unentschieden in dieser Saison. Dudu mit einem langen Abschlag. Malek Elmala wird gesucht. Und wird auch gefunden. Und wird auch gefunden. Holt sich da die Pille. Naja, wirklich viel gewinnen sie dadurch nicht. Er bewahrt zwar die Pille vor dem Tor aus, aber die wird halt dann danach in RWE-Füße geleitet. Somit jetzt auf der linken Seite Brumme. Brumme muss nochmal umdrehen, findet Kraulich. Kraulich mit einem weiten Ball, der geht sofort zu Viktoria. Boah, da gehen sie mit voller Kraft rein und gewinnen den Ball von der Viktoria. Schade eigentlich, Güler hatte den Ball in aussichtsreicher Position von Handel bekommen. Auf der rechten Seite ist jetzt Rios Alonso, der findet Schulz. Schulz wird von Güler angelaufen, findet Moustier. Moustier findet Rio Alonso und der mit einem weiten Ball Richtung Winsheimer. Winsheimer gegen Pütlik. Pütlik gewinnt das Duell, spielt den Ball zurück auf Dudu. Der mit einer ziemlichen Kerze nach oben einfach nur. Engelhardt kriegt ordentlich einen ab im Kopfballduell gegen Torben Müsel. Und jetzt Moustier, gefällt mir sehr gut. Bringt den Ball auf Eichberger. Ach, du pfeifst aber auch alles. Schiri-Heft pfeift heute alles. Es gibt Freistoß nach ein bisschen klein-klein und bestimmt auch dem einen oder anderen Bein, was da reingestellt war. Zentrale Position, 45 Meter vom Kasten der Viktoria entfernt. Es ist entweder Aslan oder Brumme. Heft sagt mal wieder, erst wenn ich angepfiffen habe. Guckt jetzt noch ein bisschen zu. Schulz und Winsheimer bearbeiten da. Brumme bringt den Ball mit Schnitt rein. Greger kann ihn erstmal rausköpfen. Wo kommt der zweite Ball hin? Der kommt an May. Den verspringt der Ball aber. Und somit hat an der Strafraumkante Rios Alonso die Möglichkeit, den Ball hereinzuflanken. Aber ja, aber der Ball geht ins Tor aus, nachdem Viktoria da dran war. Und somit gibt es die achte Ecke. Und Dudu
holt sich noch den gelben Karton ab, weil er anscheinend den Ball zu lange gehalten hat. In der 90. Spielminute sind wir bereits. Ja, die Hafenstraße ist ordentlich laut, falls ihr es noch nicht hören könnt. Ball kommt jetzt herein, Arm ist hochgenommen. Ball kommt rein, scharf einfach an den ersten Pfosten. Geht an Freund vorbei, Feind vorbei und zieht leider auch, zieht zum Glück auch nicht am zweiten Pfosten. Nochmal kurz nach innen Richtung Tor und somit gibt es einfach nur Abstoß. Halleluja, ich altere hier in der letzten Viertelstunde, aber um Jahre. Oh, da müsste Dudu aufpassen. Er hat sich den Ball einen halben Zentimeter zu weit aus dem Fünfer gelegt. Wenn das der Heft sieht, dann gibt es Gelb-Rot. Ball wird aber reingeschossen auf Güler auf der rechten Seite. Der wird von Ahmed Arslan angegangen. 5 Minuten gibt es obendrauf. Es gibt Einwurf für die Viktoria, eine Sache für Simon Handle. Simon Handle bringt den Ball auf El Mala, der duckt sich da weg. Bringt den Ball auf Güler. Güler wird von hinten hart getroffen, aber der Schiri-Heft hat es nicht gesehen. Und der Schiri sieht aber durchaus, wie Brumme zu ihm geht und ihn nochmal beleidigt. Aber da sagt der Schiri weiterspielen. Somit ist jetzt Schulz am Ball. Schulz spielt links raus auf Brumme. Brumme spielt wieder ins Zentrum. Zu Müsel. Müsel kann sich seine Anspielstation aussuchen und findet auf der linken Seite Winsheimer. Winsheimer wieder auf Brumme. Will einen Doppelpass mit Winsheimer probieren. Ball kommt im Strafraum an. Winsheimer, das gibt's doch nicht. Winsheimer fällt und damit gibt es 11 Meter in der Nachspielzeit. Willst du mich eigentlich rollen? Ja, natürlich, natürlich. Und weil auch zwei Spieler etwas dagegen gesagt haben, nestelt jetzt auch der Unparteiische mal wieder an seinem gelben Kartonversteck, was er dann sicherlich auch gleich zücken wird. Somit ist es wie folgt. Vor 10 Minuten haben wir noch gedacht, das wird vielleicht ein Dreier hier. Aber mittlerweile sieht das hier eher grau aus. Es gibt 11 Meter. Eine Sache für Ahmed Arslan. Wird er hier heute zum Hero? Er gegen Dudu. Und hinter Dudu stehen mal locker 8000 Essener. Jetzt wird es interessant. Der unparteiische Heft. Der markiert schon, dass die Leute wahrlich nicht über die Linie treten sollen. Ahmed Arslan steht mit 4 Schritten Entfernung da. Wird das hier der späte Lucky Punch für Rot-Weiß Essen? Es ist angepfiffen. Arslan läuft an. Der sitzt. Er wählt die linke Ecke und der Ball sitzt. Die Worte fehlen mir da nicht. Es war gut gespielt. Da haben sie einfach mehr Druck gemacht. Vor allem Moustiers Einwechslung hat den Eichberger nochmal zu ganz anderem Niveau angetrieben. Aber die Viktoria hat sich was einfallen lassen. Hier stehen am Anstoßkreis vielleicht nur der Güler. Aber an der Mittellinie stehen ganze 6. Es ist die 93. Spielminute, die gleich angepfiffen wird. 2-3 Minuten wird es noch geben. Alle rennen nur nach vorne. Dietz mit einem weiten Ball. Da gibt es jetzt ein bisschen Kopfballduell auf der rechten Seite. Spieler fallen links und rechts. Heft unterbricht das Spiel. Ja, wird es Freistoß geben? Ja, es wird Freistoß geben für die RWE. Ungefähr 25 Meter entfernt. Halblinke Position. Von ihrem eigenen Kasten. Ich mache mal hier die letzten 2 Minuten alleine weiter. Besnik muss als Pressesprecher natürlich jetzt aktiv werden, so kurz vor Schluss. Ah ja, es wird nochmal ausgewechselt. Manuel Winsheimer, wenig gemacht, viel geschafft, würde ich mal sagen. 11 Meter rausgeholt und die Vorlage gemacht zum 1:1. Für ihn ist Feierabend, für ihn kommt Boyamba. RWE will jetzt das Spiel einfach nur noch irgendwie über die Runden bringen.
So. Ball wird wieder freigegeben. Ja, der Ball geht einfach nur hoch und weit in die Hälfte der Viktoria. Und jetzt die Viktoria am Ball. Simon Anle mit einem weiten Einwurf. Wird jetzt nochmal irgendwas geben? Kann man sich noch aus irgendwie befreien? Ja, Niklas May auf der linken Seite. Spielt einfach nur weit auf Malek El-Mala, aber der ist zu gut gemeint. Ja, das gibt nur einen Abstoß. Jetzt noch wenige Sekunden zu gehen. 95. Spielminute ist jetzt rum und ich merke es auch langsam, ich bin heiser. Mann, was wäre das hier für eine Party gewesen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Aber jetzt liegen wir zurück. Zwei Tore hat RWE geschossen. Eins in der 84. Eins in der 92. Ist das hier der letzte Abstoß? Jakob Golz mit einem weiten Ball, der direkt an Moritz Fritz weitergeleitet wird. Der bringt ihn an El-Mala. El-Mala, über Umwege kommt der Ball zu Engelhardt und dann zu Sticker. Jetzt wieder auf Engelhardt, auf Handle mit seinem Routinierding. Noch einmal ein weiter Ball nach vorne. Fritz verlängert mit dem Kopf. Einmal kommt noch Niklas May ran. Das war doch kein Foul, aber es gibt noch mal Freistoß für das Halten von Moustier. Moustier kriegt noch mal Gelb. Das ist eine unglaubliche Freistoßposition hier in der 96. Spielminute. 16,5 Meter Entfernung, zentrale Position. Also, wenn der Fußballgott jemals gesagt hat, okay, du kriegst auch noch einen Versuch, dann war das genau dieser Moment. Ich sag's nochmal, 97. Spielminute beginnt gerade. Es gibt Freistoß, fast zentrale Position. Die Viktoria steht eigentlich da mit Mann und Maus. Jeder, der Eier aus Stahl hat, ist jetzt hier am Start und überlegt sich, wie heben wir den nochmal geschickt über die Mauer. Es wird eine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-Mann-Mauer geben. Wer wird das machen? Simon Handle oder Pütlik? Geben wir den Ball zu Niklas May? Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, das hier wird verrückt. 97. Spielminute, fast vorbei. Immer noch nicht angepfiffen. Die Mauer ist zweigeteilt, so als wäre Moses dazwischen gegangen. Seltsame Formation. Der Ball wird freigegeben. Simon Handle schießt und der Ball geht in den zweiten Stock. Verdammt, das Spiel ist vorbei. RWE gewinnt gegen Viktoria Köln mit 2:1. Mann, es hatte so schön begonnen. Und in der zweiten Hälfte, nachdem wir in der ersten schon einen Lattenkracher hatten, gab es in der zweiten Hälfte das Tor von Simon Handle. Aber irgendwie war danach der Wurm drin. Und so konnte Arslan ausgleichen in der 84. Ja, und heute sind sie sauer, nachdem dann in der 92. Arslan auf 2:1 erhöhen konnte. Heute sind die Spieler sauer von Viktoria Köln. Allen voran Semi Güler. Da war heute mehr drin. Ja, und somit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Ich sehe nämlich, mein Internet spinnt hier rum, falls ihr mich noch hören solltet. Es hat mir Freude gemacht, mit euch allen hier das Spiel aus dem Stadion an der Hafenstraße zu reportieren. Wir danken nochmal der Aktion Mensch für die Förderung. Und falls ihr es nicht gehört habt, dann werdet ihr auch nicht meinen Tipp jetzt hören, denn ich sage euch, geht einfach auf Fußballradio Schelsig auf YouTube und hört das Spiel hier im Real Life an. Mal gewinnt man, mal verliert man und zurzeit gewinnt man bei der Viktoria, vor allem wenn man im Sportpark Höhenberg spielt. Und da spielen wir auch als nächstes und zwar gegen Borussia Dortmund 2. Und das ist am Samstag, dem 19. um 14 Uhr. Dann sind wieder an den Mikrofonen Chris und Hendrik. Und ich sage auf Wiedersehen, tschüss, bis bald und habt auch noch einen sonnigen Samstag.